Computer. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ja, aber ich habe die Aufzeichnung schon eingeschaltet. Es geht schon los. Ja, herzlich willkommen. Wir sind alle aufgeregt, genau. Vielen Dank für die wirklich vielen tollen Fragen, die wir bekommen haben und die wir jetzt alle, hoffentlich alle, beantworten. Und ganz besonders freue ich mich, dass die Nina heute das erste Mal Zeit gefunden hat oder sich Zeit genommen hat, heute mit dabei zu sein. Hallo. Und Nina, magst du vielleicht einfach nur zwei Sätze zu dir sagen, weil wir haben uns ja alle schon ein bisschen vorgestellt. Ja, okay. Also, ja, ich bin Nina Rinkes, bin vom Beruf Hebamme, Hausgeburtshebamme und habe 3 Kinder, genau. Bin 44. Und Moderatorin in der Selleriesaft-Gruppe. Das mittlerweile auch, ja. Schön, bei euch dabei zu sein. Genau. So, ja, dann fangen wir einfach an mit den Fragen. Also wir werden sie der Reihe nach beantworten. Und manche Fragen wiederholen sich thematisch. Die haben wir dann einfach ein bisschen zusammengefasst. Okay, dann starten wir mal mit der ersten Frage. Ja, genau, die habe ich übernommen. Und zwar, da ging es um die Haltbarkeit von Smoothies. Da war die Frage, ob man die auch am Vorabend zubereiten kann. Jetzt direkt zu Smoothies habe ich bei Anthony nirgendwo eine Aussage gefunden. Aber im Selleriesaftbuch steht eine Aussage zu Selleriesaft. Und weil ich denke mal, Säfte und Smoothies schon ja, relativ ähnlich sind, so von der Haltbarkeit her, gehe ich mal davon aus, dass man das übertragen kann von Selleriesaft auf andere Säfte und Smoothies. Und da sagt er, dass die wirklich die... ja, das Gute, was einem der Selleriesaft tut, quasi sozusagen stündlich abnimmt. Ja? Also man sollte ihn halt so frisch wie möglich trinken. Er sagt, dass es schon möglich ist, wenn man zum Beispiel sich morgens eine doppelte Portion macht, die andere Portion dann zum Beispiel noch nachmittags trinkt. Das hat er auch mal bei Smoothies wo erwähnt, dass man sich zum Beispiel morgens einen Smoothie, doppelte Portion Smoothie machen kann und dann halt die zweite Portion mitnehmen, zum Beispiel für nachmittags oder so. Also das ist auf jeden Fall möglich. Aber die, ja, also es nimmt quasi das Gute, nimmt sozusagen so stündlich ab und nach 24 Stunden wäre quasi eigentlich nichts mehr wirklich Wertvolles drin. Also das kann man so als Anhaltspunkt nehmen. Wobei, klar, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, ich schaffe morgens überhaupt nicht irgendwie was zu machen, dann ist es vielleicht besser, er macht es abends und nimmt es am nächsten Tag mit. Das muss jeder halt schauen, wie er das arrangieren kann und immer auch wichtig mit sich selbst Mitgefühl haben und man macht einfach sein Bestes und das ist dann auch gut genug. Ja, cool. Ich glaube, das war die Frage, ne? Ja, genau. Ja. Dann mache ich direkt weiter. Und zwar war die Frage, warum unterscheidet Anthony William nicht zwischen Schilddrüseunterfunktion und Überfunktion? Und auch hier war halt die spezifische Frage, sie hat nichts über Base DAO gefunden, also über die Überfunktion. Und ich habe mir da extra etwas Zeit genommen, weil sie schreibt, sie hat nur Heile deine Schilddrüse. Und da findet man ein ganzes Kapitel auf Seite 66 über die Überfunktion. Und was man nicht vergessen darf, in mediale Medizin gibt es auch ein kleines Kapitel über die Schilddrüse, und zwar Kapitel 6, Seite 119. Und warum Anthony nicht wirklich einen Unterschied macht zwischen den verschiedenen Fehlfunktionen der Schilddrüse, ist, weil eigentlich alle genau dieselbe Ursache haben, ob es nun ein gewisser Stamm von EBV ist, der dazu führt, dass die Hormone weniger produziert werden oder ob das Gewebe überproduziert. Es ist schlussendlich EBV und deswegen macht er da keinen so großen Unterschied, weil die Therapieart in allen Fällen praktisch dieselbe ist. Also deswegen geht er nicht so spezifisch auf alles einzeln ein, außer bei Hashimoto. Obwohl man muss dazu sagen, dass bei Hashimoto hat es eigentlich ein Arzt per Zufall gefunden, deswegen heißt das so. Und häufig ist man da schon mit Medikamenten
mit drin. Deswegen geht er da etwas mehr darauf ein. Aber der Grund für alles ist eigentlich derselbe. Es ist DBV. Und deswegen macht er da keinen großen Unterschied. Okay, dann mache ich mal weiter mit der dritten Frage. Das war die Frage nach dem belebten Wasser, was man sich denn darunter vorstellen kann. Und beim belebten Wasser gibt es 5 verschiedene Möglichkeiten, zum belebten Wasser zu kommen. Die erste ist, alles, was sich sofort auflöst in Wasser, zum Beispiel Zitronen- oder Limettensaft, Ingwersaft, Honig, den man einrühren kann und auch der Saft von Aloe Vera. Wenn das eingerührt wird in Wasser, gilt es schon als belebt nach Anthony. Die zweite Möglichkeit ist der normale Kräutertee, den man ja eigentlich mit kochendem Wasser überbrüht. Und dann ist es aber wichtig, nach der Ziehzeit, dass der Tee erstmal wieder abkühlt, und zwar auf ungefähr 40 Grad. Und dann kann man ihn beleben, indem man entweder wieder Zitronen- oder Limettensaft dazu gibt oder aber auch rohen Honig. Und diese Menge der Flüssigkeit gilt auch als belebtes Wasser. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, das nenne ich jetzt mal Kaltwasserauszug. Ich weiß nicht, wie das im Englischen im Originalhaus heißt, keine Ahnung. Das sind einfach Kräuter zum Beispiel, die man in Wasser einlegt, in einen Krug mit Wasser und dann für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank gibt. Kräuter wie zum Beispiel Thymian, Oregano, Zitronenmelisse, Brennnessel, Pfefferminz, also alles, was einem so in den Sinn kommt. Und das eingelegt, das zählt auch zum belebten Wasser. Und genauso kann man es auch mit Obst- und Gemüsestückchen machen, also zum Beispiel mit Selleriesticks, Gurkenscheiben, Apfelspalten, was einem da so einfällt. Auch 6 Stunden lang Ziehzeit, damit die Inhaltsstoffe das Wasser beleben können. Und genauso gut, die dritte Möglichkeit betrifft Beerenobst. Das wird auch so als Kaltwasserauszug für 6 Stunden in den Kühlschrank gegeben. Und dann gibt es aber noch eine vierte Möglichkeit. Das ist zu finden in dem Buch Medical Food. Das betrifft jetzt mal ausschließlich in dem Fall die Zitronenmelisse. Möglicherweise gilt das auch für andere Kräuter, das weiß ich leider nicht. Also da wird auch ein Kaltwasserauszug zunächst mal gemacht, also nicht kochend, mit kochendem Wasser überbrüht, die Zitronenmelisse, und dann aber nicht in den Kühlschrank gestellt, sondern ins Sonnenlicht für einige Stunden. Und dann zieht die Kraft der Sonne, die extrahiert da die Inhaltsstoffe von der Zitronenmelisse und überträgt sie auf das belebte Wasser. Ja, das ist der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, da zählen alle frisch gepressten Obst- und Gemüsesäfte dazu. Also zum Beispiel natürlich der Selleriesaft, Gurkensaft, Melonensaft, Spargelsaft, Kohlsaft, aber auch Kokoswasser zum Beispiel zählt auch zu den frischen Säften, und das ist die Rubrik Nummer 5. Dann habt ihr so einen Anhaltspunkt, wie ihr das Wasser beleben könnt. Im Übrigen gibt es dazu in der Gruppe auch eine eigene Datei, die nennt sich Belebtes Wasser. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen, ne? Und jetzt gab es zu dieser Frage, dieser dritten Frage, gab es noch eine Unterfrage bezüglich der Sprossenanzucht. Und ich habe jetzt hier mal für euch meine eigenen Sprossen, einen meiner beiden Sprossentürme mitgebracht. Das hier zum Beispiel wird unser Topping auf dem Mittagssalat. Das sind Alfalfa-Sprossen, die jetzt 7 Tage lang da als Grünkraut gekeimt sind. Oder hier, seht ihr mal, könnt ihr das sehen? Das obere sind Erbsensprossen, das wird aber grün, also sie sind schon zu groß für Sprossen, das ist jetzt ein Erbsengrün, das wird nach 10 Tagen geerntet, und im unteren Bereich etwas jüngerer Alfalfa, also vielleicht 5 Tage alt. Alfalfa darf man ja erst nach 7 Tagen essen. Und da war die Frage, muss das auch mit belebtem Wasser angesetzt werden? Also auf keinen Fall muss es mit Zitronenwasser jetzt, das war nämlich direkt die Frage, angesetzt werden. Das habe ich noch nie gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass es eher stört, die Säure des Zitronensaftes. Es hat bei mir sowohl mit Leitungswasser geklappt, wir haben wenig Chlor bei uns im Leitungswasser, als auch mit gefiltertem Wasser, weil wir auch eine Filteranlage haben. Also beides funktioniert. Also meine Erfahrung ist, es hängt sehr, sehr viel mehr von der Raumtemperatur und vom Sonnenlicht ab, ob das funktioniert. Oder als jetzt von der richtigen Art des Wassers. Also der Winter ist eigentlich die perfekte Zeit jetzt mit der Sprossenzucht für die Anfänger zu beginnen. Also es geht eigentlich nicht mehr besser als jetzt. Wer damit anfangen möchte, ich habe sogar überlegt, ob ich mal eine kleine Fotoserie darüber mache in der Gruppe. Weil es ist so easy, diese erhöhten Biotika, die jetzt hier
auf dem Alfalfa sind. Und wenn ich mit meiner Hand und der speziellen Bakterienflora da drüber streiche, übernimmt die Pflanze das ja alles und kann das für uns umsetzen. Also es ist so wertvoll. Wenn man jetzt eben nicht im Garten sein kann im Winter, dann kann man es zumindest auf der Fensterbank in der Küche, habe ich diese beiden Sprossentürme und es ist perfekt. Weil im Sommer kann es eher passieren, dass das Ganze bei den hohen Temperaturen schimmelt. Also ihr könnt nicht besser als jetzt damit starten, wollte ich erst sagen. Okay. Tolle Idee. So. Dann haben wir die Nina nochmal mit der Frage nach den Reisen. Ah, okay. Ist die schon dran? Okay, genau. Da war eine Frau, die demnächst auf eine Reise geht und beziehungsweise Workshop, sagte sie, und hat sich gefragt, wie sie da die Ernährung halt nach Anthony William umsetzen kann. Naja, der Anthony selbst hat ja einiges darüber erzählt, über Reisen, weil er so selbstständig auf Reisen. Zum Beispiel in dem Video, wo es darum ging, welche Nahrungsergänzungsmittel er selber nimmt, hat er zum Beispiel erzählt, wenn er auf Reisen geht, nimmt er nicht den Heavy Metal Detox, sondern er macht da so ein bisschen eine andere Version. Er nimmt Kokoswasser und da gibt er Gerstengras auf Pulver, Spirulina und dann noch so einen gehäuften Esslöffel von dem getrockneten Blaubeerpulver von Bimachi rein. Und dann, ja, also einfach Schraubglas, schraubt es zu, schüttelt es, trinkt es. Ja? Und er meint, diese Mischung, die wäre schon besser als irgendwie das beste Multivitaminpräparat, was es sonst irgendwie so gäbe. Also das wäre halt eine ganz tolle Mischung. Sowas kann man zum Beispiel machen, ne? Wenn man jetzt sich, man kann natürlich auch sich, je nachdem, wo man da halt hingeht, sein Entsafter oder sein oder einen kleinen Smoothie machen, einen kleinen Mixer mitnehmen, wenn das geht, je nachdem, wo man da halt unterwegs ist. Oft ist es bestimmt auch besser, wenn man halt eine eigene Küche haben kann, klar, wenn man jetzt eine Ferienwohnung oder sowas. Aber wenn man jetzt im Hotel ist, dann bietet sich vielleicht so die Schraubglaslösung mit Pulvern an. Ne? Kokoswasser kann man ja auch in Tetrapack mitnehmen. Da hat er auch mal was dazu gesagt, dass das immer noch sehr wertvoll wäre. Lässt sich gut mitnehmen. Dann, klar, man kann natürlich sich zu Hause irgendwie schön Vorrat mitnehmen. Ja? Je nachdem, für wie lange man unterwegs ist, hält es dann vielleicht ein, zwei Tage. Man kann zum Beispiel auch, also Säfte, Smoothies, da hatten wir es ja schon, dass die sich auch halt ne, einen Tag über halten. Aber man kann es halt jetzt nicht für mehrere Tage mitnehmen. Man kann aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt gekochte Sachen auch isst, zum Beispiel Pellkartoffeln auf Vorrat kochen. Das hält sich auch, sag mal, vielleicht je nachdem, ob man Kühlschrank hat oder nicht, wie die Temperatur ist oder nicht. Aber zwei Tage hält sich das auf jeden Fall. Oder wir haben auch ein Rezept für eine Kichererbsen-Quiche zum Beispiel. Das Rezept ist doch, ist auf Selleriesaft kommt, das Rezept, ne? Genau. Mhm. Dann, sowas kann man gut mitnehmen, das hält sich gut. Und wenn man jetzt halt unterwegs ist und nicht nochmal so in Restaurants geht oder sowas, da hat er mal als Vorschlag gemacht, dass man zum Beispiel darum bittet, dass man einfach Pellkartoffeln und gedünstetes Gemüse kriegt. Das ist ja eigentlich ganz gut machbar, das kann einem eigentlich jeder geben. Und man kann vielleicht zum Beispiel auch sein eigenes Salz mitnehmen, weil so als Tipp, meistens gibt es in Restaurants immer schlechtes Salz, wenn man jetzt sein Essen salzen möchte, dass man vielleicht sich ein halt gutes Salz mitnimmt. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Dann sagte Anthony auch, wenn man in Restaurants geht, wäre es echt gut, wenn man also in einem Restaurant ist, wo auch Fleisch serviert wird und Fisch, dass man da dann nicht unbedingt also einen rohen Salat isst, sondern also er selber sagt, er isst dann halt in so Restaurants nur gekochte Sachen. Und zwar möchte er immer, dass die sehr heiß auf den Tisch kommen, damit er weiß, dass die nicht irgendwie kontaminiert worden sind auf dem Weg zu seinem Teller, Tisch. Und er geht sogar so weit, dass er noch sagt, er nimmt dann oft noch irgendwie so eine Kapsel mit Oreganoöl. Da hat er zum Beispiel die von Gaia Herbs empfohlen. Das ist so eine Kapsel Oreganoöl, wo er nimmt. Er meint, die steckt er sich dann irgendwie morgens in die Tasche und nimmt die dann halt mal gerade so, bevor er dann in das Restaurant geht. Weil das halt nochmal irgendwie so von innen den Darm irgendwie so auskleidet und ein bisschen schützt gegen was auch immer da so drin sein mag. Und wenn er jetzt aber zum Beispiel in ein veganes Restaurant geht, würde er auch Salat oder sowas essen. Ja, das waren vielleicht mal so ein paar
Tipps, eine super gute Mitnehmen-Nahrung, fiel mir noch ein, Banane ist ja eigentlich auch super, ne? Soll man ja immer so möglichst essen, wenn sie schon so ein paar braune Punkte haben, die kann man sich auch gut einpacken und mitnehmen, und wenn man sich grüne mitnimmt, dann sind sie nach ein paar Tagen so gut essbar. Ja, was hatte ich noch? Ich hatte mir ein paar Sachen. Ich glaube, das war es eigentlich so. Genau. Ah ja, da war noch die Frage dabei, bei dieser Frage mit diese Frau, die auf eine Reise geht, wollte wissen, ob sie schon vorher mit Nahrungsergänzungsmitteln anfangen kann, mit denen sie anfangen möchte, oder lieber erst nachher. Ich meine, das kann man machen, wie man will, aber warum nicht gleich anfangen? Ich kann auch gleich anfangen. Ich meine, Nahrungsergänzungsmittel kann man ja auch gut mitnehmen, dann muss sie ja dann auch nicht unterbrechen. Ist ja eigentlich kein Problem. Ja. Fällt euch dazu noch was ein sonst? Tipps für Reisen? Also grundsätzlich ist halt gut, aber das ist natürlich ein ganz eigenes Thema, wenn man sich mit dem Thema Trocknen beschäftigt, also in Rohkostqualität unter 42 Grad. Aber das ist natürlich ein ganz eigenes Thema, da braucht man natürlich auch die entsprechenden Geräte dazu. Aber da kann man natürlich auch tolle Sachen machen mit Fruchtleder, Snacks und zum Beispiel, ja, zum Beispiel auch das Knäckebrot kann man gut auf Vorrat machen. Da braucht man jetzt keinen Trockner dazu. Also solche Sachen kann man einfach wirklich, es gibt schon einiges, was man da wirklich auch mitnehmen kann. Aber wie gesagt, auch zum Thema Trocknen werde ich mich auch die nächste Zeit wieder mehr beschäftigen. Ich habe es vor ein paar Jahren schon sehr intensiv oder sehr viel in dem Bereich gemacht, wo ich also so rein in dem Rohkostbereich war. Und da gibt es natürlich tolle Sachen, aber wie gesagt, das ist natürlich nochmal was, das fängt man jetzt nicht unbedingt sofort an, sondern erst, wenn man merkt, okay, man will in der Ernährung tiefer gehen. Und da gibt es natürlich dann ganz viele Sachen, was man wirklich mitnehmen kann, weil es einfach super haltbar ist. Okay, dann haben wir die nächste Frage, ist wieder die Juliana. Genau, und zwar geht es darum, wie setzt man die Ernährung um, wenn man einen sehr empfindlichen Magen und Darm hat. Da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Und zwar kann man zum Beispiel mit Mikromengen beginnen. Hier ging sie noch darauf ein, dass sie sehr empfindlich reagiert auf Selleriesaft, Zitronen- und Limettenwasser. Eine Möglichkeit ist eben diese Mikromengen. Das bedeutet, dass man auch 500 Milliliter Wasser sich zubereitet, aber anstatt eine halbe Zitrone halt nur mit ein paar einzelnen Tropfen beginnt. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere ist zum Beispiel zuerst die Orange auszuprobieren, weil die ist nicht ganz so potent, sage ich mal. Dann Selleriesaft ist immer so ein Thema. Ich reagiere empfindlich auf Selleriesaft. Es gibt Leute, die können sofort mit 500 Milliliter beginnen. Ich kann euch aber sagen, dass das eigentlich die wenigsten wirklich können. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Effekte haben, bedeutet das nicht, dass es nicht so nachträglich zu sehr starken Symptomen kommen kann. Auch wenn es nicht sofort Durchfall oder Blähungen oder Ähnliches gibt, kann es trotzdem sehr, sehr starke Entgiftungssymptome geben. Bei Selleriesaft wirklich, wirklich beginnt einfach mit einem kleinen Schnapsglas. Das reicht. Ihr dürft auch mehrere Schnapsgläser pro Tag trinken, wenn ihr euch antasten möchtet. Ich mache die besseren Erfahrungen bei Menschen, die Magen- und Darmprobleme haben, indem sie lieber zuerst mit Gurkensaft beginnen. Und zwar gar nicht den Selleriesaft nehmen und den mit Apfel mischen, obwohl das so eine Möglichkeit wäre. Aber ich finde das schade, weil doch ein Bund Sellerie sehr, sehr teuer ist und man kann gar nicht die volle Wirkung vom Selleriesaft auskosten. Und ich finde, die Gurke macht auch einen super Job, einen anderen, aber auch sehr effektiven Job. Kostet nicht so viel Geld, man kommt so ein bisschen in das Thema rein. Die Magensäure kann sich daran gewöhnen, der Darm kann sich an diese nahrungsfasernfreien Säfte gewöhnen. Und was auch sehr, sehr gut ist für Menschen, die einen empfindlichen Darm haben, ist der Melonensaft auch entsaftet. Und das Tolle daran ist, sowohl bei der Gurke wie auch bei der Melone, ihr könnt mit dem Abfallprodukt, das heißt also dem Trester, könnt ihr sowohl noch in einen Salat geben oder auch in den Smoothie mit reinmachen. Ich habe noch aufgeschrieben, dass es halt Säfte gibt, die etwas besser vertragen werden, wie zum Beispiel, wenn man Blattgemüse entsaftet, reagiert man nicht so stark, wie wenn man sie isst, zum Beispiel.
Wenn man halt empfindlich ist, muss man sich schon ein bisschen antasten. Sprossen machen kaum Entgiftungssymptome, bauen aber den Darm extrem auf. Also da kann man kaum mit irgendwelchen Reaktionen rechnen. Bei Bananen sieht es halt schon etwas anders aus. Da reagiert man sehr stark. Aber wer nicht auf Bananen reagiert, ich weiß, man hat immer das Gefühl, Bananen, da nehme ich ja zu, weil Anthony sagt, egal was man für Probleme hat mit dem Darm, ob man zu- oder abnehmen möchte, man kann unbedenklich 15 Bananen pro Tag essen. Wirklich. Obwohl, wer isst 15 Bananen? Aber ich muss euch sagen, ich hatte jemand, die hatte 14 Jahre Verstopfungen, die war hier, ich habe ihr gesagt, hey, versuch mal 10 Bananen pro Tag zu essen. Die hatte nach drei Wochen, und das ist jetzt schon sicher ein Jahr her, nie wieder Verstopfungen. Wow. Die isst jeden Tag wirklich ihre 4 bis 10 Bananen. Hm? Cool. Der Milkshake, der Anthony empfiehlt, ist super dafür, weil da kommen irgendwie schon 5 Bananen mit rein, mit Kokoswasser. Super lecker. Und ein Thema, das wird Anthony wahrscheinlich in seinem neuen Buch auch erwähnen, ist das Mono-Essen. Und zwar, dass man gar nicht so kreuz und quer isst, nicht irgendwie roh und gekocht und Früchte und Gemüse, sondern dass man vielleicht sich entscheidet, hey, heute esse ich nur Kartoffeln gekocht, nichts anderes. Oder heute esse ich nur Rosenkohl oder nur so. Einfach, der Körper braucht Zeit. Und was viele überhaupt nicht vertragen, die einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben, ist, bei uns ist es so, dass wir, da muss ich auch alle etwas umgewöhnen, wir haben immer zuerst das Gekochte gegessen und zum Schluss gab es noch einen Salat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hier war das immer so und jetzt komme ich und sage, nee, wir müssen zuerst den Salat essen und danach essen wir das Gekochte. Und das ist ein ganz, ganz guter Tipp auch für Menschen, die nicht einen offiziellen empfindlichen Darm haben, aber doch immer sehr häufig mit Blähungen und Durchfall reagieren. Dass sie zuerst roh essen und danach gekocht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Das war auch kürzlich nochmal Teil einer Frage in dem Kurs von der Monisa. Und da geht es einfach darum, dass wenn man das Rohe hat einfach mehr Kraft. Das ist potenter in seiner Kraft. Und wenn man das nach dem Gekochten isst, dann verliert das viel von seiner Heilkraft. Und deswegen ist grundsätzlich besser, Rohes immer vorher zu essen und dann erst das Gekochte. Weil ich habe es immer so gemacht, also bei uns gab es es immer gemeinsam. Also wir haben immer Gekochtes mit Salat und jetzt gibt es eben auch erst Salat und dann das Gekochte. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Frage. Das war eine Dame, die wollte wissen, wie der richtige Tagesablauf aussieht. Also wann kommen die Basis-Nahrungsergänzungsmittel, wann das Zitronenwasser, der Selleriesaft und nimmt man es mit Wasser oder pur und wie überhaupt? Und da möchte ich mal kurz einen kleinen Überblick drüber geben. Also man bei den Basis-Nahrungsergänzungsmitteln, das wäre ja B12, Zink und Vitamin C in Form bei Anthony von Ester C, ist es günstig, zuerst das B12 zu nehmen. Das braucht man gar nicht lange im Mund zu lassen, und zwar pur oder mit Wasser, das geht beides. Und etwas später das Zink. Je nachdem, von welcher Firma man jetzt Zink hat, also von Wimmergy schmeckt es einfach erträglich. Aber es gibt auch andere Firmen, da ist es sehr unangenehm, und es gibt Leute, die da sehr stark und empfindlich drauf reagieren. Da ist es gut, es in ein bisschen Wasser mit Zitronensaft zu nehmen, das, und etwas Honig auch. Das erleichtert die Einnahme von Zink, dann bekommt man nicht so schnell Bauchschmerzen oder was sonst noch sein könnte bei Zink. Und das lässt man auch nicht lange verstreichen und dann kommt schon der Zitronensaft als erstes. Das Zitronenwasser meine ich, nicht der Zitronensaft. Also auf ein halbes Glas, nein Quatsch, auf einen halben Liter Wasser wird die Menge einer halben Zitrone ausgepresst, das Fruchtfleisch aber absieben. Dann gilt nämlich der Verdauungstrakt noch als nüchtern, wenn dann später nach mindestens 20 Minuten der Selleriesaft kommt. Und da ist es dann so, beim Selleriesaft, der ja pur getrunken wird, Juliana hat es ja schon gesagt, je nach Menge auch weniger als einen halben Liter, braucht das den nüchternen Magen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel nicht schaffen würde, den Selleriesaft am Morgen zu trinken, dann ist noch die Alternative,
dass man es irgendwann am Nachmittag, aber mindestens mit 2 Stunden Abstand nach einer richtigen Mahlzeit, den Selleriesaft trinkt, damit auch da wieder so eine annähernde Nüchternheit des Verdauungstraktes da ist. Aber normalerweise ist der Morgen die günstige Zeit für den Selleriesaft. Und dann auch erstmal wieder 30 Minuten warten. Und dann kommt es jetzt darauf an, wie man den Vormittag weitergestalten möchte. Am wertvollsten wäre es, den Leberentlastungsvormittag einzuhalten. Das heißt, fettfrei und möglichst roh bis mindestens mittags, idealerweise sogar bis 4. Aber bis mittags ist schon mal eine ganz tolle Zeit, wenn man das bis dahin schafft. Und dann machen das viele so, dass sie dann den Heavy Metal Detox Smoothie trinken. Der ist ja auch auf unserer Webseite, wer es noch als Anfänger nicht weiß, wie das Rezept geht. Oder aber der Leberrettungssmoothie aus dem Leberreinigungsbuch. Also der ist aus der 369 Leberreinigung mit der Drachenfrucht und den Bananen. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Varianten. Also das wäre der Ablauf am Vormittag. Und der Rest des Tages, wenn man Fett aufnehmen möchte, dann ist das deren Abendstunden eher vorbehalten. Also zum Beispiel eine halbe Avocado oder ein bisschen Kokosöl, was man so anreicht. Ja, und da ist auch gekochtes dann überhaupt am besten aufgehoben, wenn man es abends isst. Und all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das heißt nicht für die Neulinge, dass sie sich da radikal sofort reinstürzen sollten. Sogar ganz im Gegenteil, es ist viel besser, es langsam und allmählich zu machen. Also ich zum Beispiel hatte jetzt nach einem Jahr, ich bin jetzt genau ein Jahr dabei, habe jetzt die 4. Leberreinigung gemacht, die 369-Reinigung, vor einer Woche fertig geworden und war so schön in Schwung und dachte, jetzt mache ich Rohkost. Und das habe ich 3 Tage gemacht, 2 Tage ging es mir gut und am 3. Tag, also nur Rohkost meine ich jetzt, ne? Und am 3. Tag war es schon Schuss mit lustig. Ne? Da ging es mir schon gar nicht mehr gut. Also es ist immer noch für mich persönlich etwas zu früh, jetzt in reine Rohkost mich zu üben da. Also ich bin jetzt wieder auf mittags eine Kleinigkeit gekocht, fettfrei zwar, und abends erst die größere Menge an gekochten und ein bisschen Fett zuzunehmen. Also es ist einfach zu früh und da gilt es, jeder muss selber mit seinem Körper in Kommunikation sein und erspüren, wie es am besten ist. Ja. Kleine Ergänzung noch zum Selleriesaft, das habe ich gerade kürzlich in dem Hörbuch nochmal gehört, da fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, dass es auch darauf ankommt. Der eine trinkt den Selleriesaft auf einmal, also ich bin auch so, ich setze an und trinke das auf einmal. Das muss man aber nicht. Man kann das wirklich auch schluckweise trinken und man kann den tatsächlich auch über eine halbe Stunde oder Stunde verteilt immer wieder schluckweise trinken. Und auch da muss man wirklich schauen, wie es für einen selber passt. Und habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, weil klar war für mich, ich trinke das auf einmal, aber vor allem, wenn man Schwierigkeiten damit hat, dann kann man das halt wirklich auch langsam trinken. Also auch da gibt es unterschiedliche Varianten. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Da gebe ich den ersten Teil noch ab. Da geht es um die Frage, wie viel Früchte, die genaue Anzahl, wir täglich essen. Viel. Ja. Sehr viel. Ja, also bei mir persönlich ist es einfach so, ich esse sehr viel Äpfel. Ich esse am Tag zwischen, also mal 3 bis 4 Äpfel, eigentlich fast jeden Tag. Dann Bananen sind es wirklich auch, also ich würde mal sagen 7, 8 Bananen am Tag. Dann kommen die Blaubeeren mit dazu in dem Heavy Metal Detox Smoothie. Also das ist so die Basic, würde ich mal sagen. Dann kommen einfach nur viel, weil ich habe inzwischen mache ich viel mit Säfte. Das heißt, dann kommen nur mindestens 2 Orangen pro Tag mit dazu. Und dann halt saisonal bedingt eine Mango im Sommer natürlich, im Sommer noch wesentlich mehr. Jetzt im Winter ist natürlich auch einfach auch eine Kostenfrage. Deswegen bin ich im Winter natürlich. Aber ich persönlich bin einfach ein totales Faible für die Äpfel entdeckt, für rote Äpfel, so wie Anthony das empfiehlt, weil das einfach auch, ich finde, vom Spirituellen macht es unglaublich viel. Also wie gesagt, das ist so ungefähr meine Basic.
aber kann auch durchaus mehr sein. Also es kann auch Tage geben, wo ich noch wesentlich mehr davon zu mir nehme, dann viel aber auch in Form von Säften. Bei mir also ist dann bei mir ähnlich. Ich esse auch mindestens 3 bis 4 Äpfel am Tag. Bananen jetzt vielleicht nicht 8, sondern eher so 5 bis 6. Allein schon in den Smoothies, die ich mir so zubereite, sind 2 Bananen locker immer drin. Ich trinke zum Beispiel auch sehr, sehr gerne den Nebennebensnack mit Kokoswasser, Spinat und Banane. Da sind dann kriege ich mir gleich die doppelte Menge Banane. Mhm. Und da ist dann schon mal, sind schon mal wieder 2 verarbeitet. Und im Moment esse ich sehr gerne Birnen noch dazu. Und im Sommer ganz, ganz viel Melonen. Also locker eine ganze Wassermelone und eine Gallia zum Beispiel. Und ja. Ich mache das am liebsten als Smoothie, als gekühlten Smoothie mit Pfefferminz. Das ist wirklich super, super lecker. Und Blaubeeren jeden Tag im Heavy Metal, den trinke ich ja jeden Tag. Mhm. Und Orangen habe ich ständig in meinem Salatdressing, 2, 3 Orangen. Zitronen sowieso, das kommt überall rein bei mir. Die hattest du vergessen, Maria, du tust die auch rein. Ja, und sonst alles Obst, was mich so anmacht in den Läden. Ich schlage da so richtig zu, weil ich denke mir, das lasse ich mir nicht entgehen. Die Not raus und jetzt muss ein Gleichgewicht, ein Ausgleich sein und dann schlage ich da richtig zu. Nach Herzenslust, wie ich früher in den Süßigkeitenabteilungen war, so wie jetzt in Obstabteilung. Ja, genau. Ja, also ich habe in den letzten Jahren, bevor ich Anthony William entdeckt habe, da war ich mir, habe ich zunehmend an Gewicht zugenommen und habe auch immer mehr gemerkt, dass es bei mir so in Richtung geht. Also in meiner Familie ist Vorbelastung von Diabetes. Und bevor ich von Anthony William gehört hatte, hatte ich tatsächlich auch ein bisschen so eine Angst vor Früchten entwickelt. Ja, also jetzt nicht so stark, aber schon, dass ich mir gedacht habe, hey, da musst du vorsichtig sein und so, ja. Also Bananen, da habe ich vielleicht mal eine halbe gegessen, wenn überhaupt oder so, ja. Und habe eher wenig Obst gegessen. Ja, ich glaube, das hatte wirklich was damit zu tun, dass ich dachte, oh, ich muss da aufpassen wegen halt Diabetes, Vorbelastung, dicker werden und so weiter. Und habe dann, als ich dann tatsächlich entdeckt hatte, dass ich diabetische Blutzuckerwerte habe, habe ich dann Früchte komplett gestrichen. Ja? Und dann sind meine Blutzuckerwerte morgens nicht dann noch schlimmer geworden. Weil ich dann stattdessen eben halt dann zwar mehr Gemüse, aber auch mehr Fisch und Fleisch gegessen habe und mehr Käse und so. Ja? Und ja, und dann habe ich eben dann halt damals die Bücher von Anthony William gelesen. Und seitdem habe ich das dann wirklich so nach und nach umgedreht. Also am Anfang ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Da musste ich mich echt erstmal davon überzeugen, dass ich nicht traue, so eine halbe Banane in meinen Smoothie reinzustecken. Und habe dann halt danach Blutzucker gemessen und habe gemerkt, ah, okay. Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, ich habe mir so rangetastet und habe dann gemerkt, okay, wenn ich einen Smoothie trinke mit einer Packung Blaubeeren, also sagen wir so 300 Gramm sind es, glaube ich, und 2 Bananen drin, ist danach mein Blutzucker besser, wie wenn ich Hähnchen mit grünem Salat esse. Das hat mich schon sehr verwundert. Ja. Und dann bin ich so nach und nach auf den Geschmack gekommen. Ich konnte auch damals vielleicht, ich sag mal, vielleicht 2 Datteln essen. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, erstens fangen mir die Zähne an, weh zu tun. Und zweitens, ja, ist ja nicht gut für mich. So, ne? Ja, und das hat sich dann jetzt alles sehr gewandelt. Also mittlerweile ist mein Blutzucker echt fast okay. Also nüchtern fast okay, nach dem Essen eigentlich immer okay. Also ich messe den jetzt schon gar nicht mehr. Der wird eigentlich immer nur besser. Und ich esse wirklich an Obst. 5 Bananen am Tag vielleicht, dann einen Apfel, vielleicht 1, 2 Orangen, dann liebe ich Kakis, wenn es da gerade ist. Ja. Kakis. Also da kann ich echt, ich glaube, da kann ich 3 oder 4 am Tag essen. Ja. Dann esse ich immer so eine Packung Blaubeeren eigentlich, weil ich mir die immer halt in Smoothie reinmache. Was esse ich sonst noch? Ja, mal Melone, da kann dann auch schon mal eine halbe Melone gleich weggefuttert sein, ja, oder ja, was es halt so gibt, was gerade Saison hat, ja. Ich liebe Pfirsiche, Trauben, aber das kaufe ich mir jetzt halt nicht im Winter, ne, genau, aber jetzt Granatäpfel gibt es, die haben ja in Wintersaison, die liebe ich auch. Ist zwar ein bisschen Arbeit, die zu pulen, aber ja, lecker.
Also ich habe keine Angst mehr vor Obst. Super. Ich wollte noch sagen, ich esse wirklich sehr, sehr viel Obst. Ich glaube, ich bin gar kein Maß, ich möchte gar keine Maßen angehen, weil ich wirklich extrem viel Obst esse. Ich möchte aber noch sagen zum Thema Obst. Ich bemerke, dass viele zu viel Obst essen, aber nicht zu viel in dem Sinn Angst vor Obst, sondern das Gleichgewicht mit dem Blattgemüse stimmt nicht. Vor lauter Obst essen ist man irgendwie satt und wie sollen diese 300, 400 Gramm Blattgemüse da noch reinpassen? Also viel Früchte essen, super, aber man muss auch sehr viel Blattgemüse essen, damit diese Balance stimmt. Und viele Eltern haben auch bei ihren Kindern Schwierigkeiten, dieses Blattgemüse unterzujubeln. Also meine Tochter würde mir einen Salat niemals essen, egal was ich da dran mache. Ich glaube, ich könnte Kakaopulver da drauf machen, sie würde es nicht essen. Aber ich mache alles in den Heavy Metal Detox Smoothie. Wirklich 300 Gramm Blattspinat kommt bei mir in den Heavy Metal Detox Smoothie und sie trinkt dann einfach so ein 3 Deziliter von mir. Und viele haben auch Angst von diesem getrockneten Obst, weiß ich nicht warum, weil man irgendwie das Gefühl hat, es hat mehr Zucker. Man muss schon darauf schauen, dass es ungezuckert ist und auch ungeschwefelt. Aber es ist ein super Snack für Büro, für im Auto, wenn man pendelt, im Zug. Einfach, wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, ist das wirklich eine super Alternative. Und was ich auch immer in meiner Tasche habe, mein Mann denkt zwar, ich bin nicht ganz da, aber ich finde es super, ich habe immer Nori-Blätter bei mir. Wisst ihr die Nori-Blätter, die man für das Sushi eigentlich nimmt? Das ist ein super Snack, ja? Wenn man nicht immer nur Süßes haben möchte. Und was immer super geht, ist, wenn man im Sommer auf Angebote schaut, wie zum Beispiel Wassermelone, Pfirsiche, Zwetschgen, und die dann entweder etwas einkocht, also nicht mit Zucker, sondern nur ganz wenig kocht zum Beispiel, und als Kompott einfriert. Oder auch Melonen, Wassermelonen kann man super einfrieren, habe ich jetzt eigentlich für den ganzen Winter eingefroren, auch Melone. Anthony hat sogar sehr viele Rezepte mit gefrorenen Melonen und das ist super. Also es ist immer eine sehr, sehr gute Alternative, gewisse Früchte einzufrieren. Hast du dann einen riesen Gefrierschrank? 360 Liter. Ja, ja. Aber früher hatten wir halt so Eis drin, also Glace. Oder Brot eingefroren. Und das machen wir jetzt halt immer nur frisch. Die Eissorten oder das Brot frieren wir nicht mehr ein. Außer mal vielleicht schon geschnitten, dass man es toasten kann. Und jetzt hat es halt Platz gegeben für... Genau. So, ich fasse die nächsten zwei Fragen fasse ich jetzt zusammen. Und zwar geht es um das Thema Gewicht, Diäten und so weiter. Und da ist noch eine Frage mit dabei zu Wassereinlagerungen. Da komme ich dann am Schluss noch drauf. Also die erste Frage, da geht es um Diät geschädigt, circa 30 Jahre, und dass es heute schwerer denn je ist. Ja, kann ich absolut bestätigen. Ich habe auch meine, glaube ich, mindestens auch 30 Jahre Diätkarriere hinter mir mit allem, was es in dem Bereich gibt und immer mit dieser Idee abnehmen zu wollen. Und war dann, bevor ich Anthony William kennengelernt habe, noch bei Low Carb und habe zu der Zeit auch, also wirklich, da konnte ich den ganzen Tag gar nichts essen und hätte eher zugenommen als abgenommen. Also war wirklich einfach, da ging überhaupt gar nichts mehr. Und da ist jetzt wirklich, und deswegen habe ich mich auch in dieser ganzen Anthony William Geschichte sehr auf das Thema Gewicht spezialisiert, weil ich die Erfahrung kenne und weil ich einfach weiß, dass es für ganz viele ein Thema ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, durch diese vielen Diäten und durch diese vielen teilweise extremen Geschichten, die wir da auch gemacht haben, egal ob es Fasten ist, ob es, also meistens ist es ja mit relativ wenig Essen verbunden, dann oft auch mit dieser Stoffwechselkur, extrem niedrige Kalorienzahl, dafür eben Hormone, diese Wachstumshormone.
das ist alles mega Stress für den Körper. Das heißt, in dieser ganzen Geschichte ist natürlich Adrenalin ein Riesenthema. Und Adrenalin wird einfach genauso, damit es den Körper nicht klaret, von der Leber entweder in Fett oder in Wasser, in Fettzellen eingelagert oder in Wasser. Also auch ganz viele von unseren Blutgruppen sind einfach Wassereinlagerungen, sind nicht unbedingt Fettzellen. Jetzt kommt es dazu, dass man natürlich die ganzen Fettzellen in der Leber haben. Und da ist zum Beispiel wirklich auch superklasse, Selleriesaft kann diese Fettzellen in der Leber auflösen. Und wir haben aber auch ein Riesenthema mit dem ganzen Lymphsystem, das genauso überlastet ist. Das arbeitet einfach mit der Leber zusammen. Das heißt, das, was die Leber einfach an Toxinen, ob es Adrenalin ist, ob es Neurotoxine sind, also diese ganzen Abfallprodukte, muss die Leber ja loswerden und es geht über das Lymphsystem. Und wenn es das Lymphsystem genauso verfettet ist oder überlastet ist, können wir jetzt natürlich anfangen mit Anthony William. Wir lösen vielleicht ganz viele Giftstoffe aus den Tiefen. Wir müssen aber genauso das Lymphsystem mit einbeziehen und ganz wichtig eben die Nebennieren, die halt in solchen Fällen, kenne ich eben aus eigener Erfahrung, halt extrem überlastet sind. Und jetzt kommt mit dazu, um einen Teil Toxin aus dem Körper zu befördern oder einen Teil Adrenalin aus dem Körper zu befördern, muss die Nebenniere zwei Teile Adrenalin zur Verfügung stellen, damit das überhaupt, weil auch die Entgiftung kostet Kraft. Das ist natürlich eine andere Sorte von Adrenalin. Es gibt 56 verschiedene Sorten. Das ist nicht so korrosiv. Dennoch ist es auch eine Anstrengung für den Körper. Und jetzt die erste Frage war jetzt wirklich, was ich grundsätzlich empfehle, wenn jemand einfach diese lange, so ganz lange Diätkarriere hinter sich hat, mit dem Engel des Vertrauens zu arbeiten und ganz wichtig, die Sonnenuntergangsmeditation zu machen, weil wir einfach so in unserem System drin haben, immer diese Begeisterung, dieses Hochgefühl, etwas Neues zu beginnen. Wir machen das, eben von mir aus fasten wir oder machen das intermittierende Fasten, immer in dieser Überzeugung, ah, okay, jetzt habe ich es, jetzt funktioniert das. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, das Vertrauen überhaupt mal wieder zu gewinnen. Und was jetzt eben Teil in der zweiten Frage kommt, was passieren kann, dass man Gewicht zunimmt, obwohl man eigentlich abnehmen will. Und das ist natürlich erstmal schon eine Herausforderung. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe das Problem in der Form nicht gehabt. Allerdings habe ich dann wirklich so, also ich habe abgenommen, aber in bestimmten Körperbereichen merke ich einfach eine totale Stagnation, wo ich eigentlich gern abnehmen würde und das schon seit über einem Jahr. Und da ist ganz, ganz wichtig, dieses Vertrauen zu gewinnen, weil wir haben eben das Vertrauen verloren durch diese vielen Diäten, durch diese vielen Hoffnungen und dann die Enttäuschungen und oft halt hinterher noch mehr Gewicht als vorher. Und dann kommt natürlich auch ganz viel dieses, ich krieg's nicht hin, ich habe es nicht geschafft. Also da kommen einfach ganz viele emotionale Geschichten mit dazu. Also es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und eben in dieser ersten Frage ging es nur um Wassereinlagerungen an den Fesseln. Also das ist wirklich, hat natürlich Dehydrierung, ist oft ein Riesenthema in dem ganzen Bereich. Also es ist wirklich so, also diese mindestens 2 bis 3 Liter belebtes Wasser pro Tag, beziehungsweise Trinkmenge, das hat ja die Astrid vorher schon erklärt, was dazu zählt, ist einfach ganz wesentlich, um wirklich auch das, was hier gelöst wird, aus dem Körper rauszubringen. Und da muss ich auch sagen, also da bin ich auch so, also ich muss wirklich auch schauen, dass ich die Trinkmenge hinbekomme, weil natürlich auch, wenn man viel Obst isst und da ist das immer ganz schnell irgendwie so ein bisschen gerät das in den Hintergrund und da ist wirklich wichtig, die Trinkmenge. Und jetzt speziell bei Wassereinlagerungen, was Anthony auch empfiehlt, ist einfach Trampolinspringen. Also wirklich, um auch das ganze Lymphsystem in Fluss zu bringen. Natürlich auch wirklich das Thema etwas in Fluss bringen. Also aus dieser Stagnation etwas wirklich wieder in Fluss bringen.
Also wie gesagt, Engel des Vertrauens, super. Und ganz, ganz hilfreich die Sonnenuntergangsmeditation. Habe ich auch ein Video dazu erstellt, wie das funktioniert. Und dann eben bei der nächsten Frage, da ging es halt wirklich einfach nochmal drum, erstens mal diese große Menge zu essen, dass die Nebenniere einfach dieses regelmäßige Essen braucht, um kein Adrenalin auszuschütten. Und es kann wirklich eben in solchen Fällen tatsächlich schon sein, dass man jede Stunde was essen muss. Es gibt Leute, die müssen schon alle halbe Stunde was essen. Es kommt wirklich auf den jeweiligen Stand an. Und jetzt ist natürlich das andere, wenn jemand abnehmen möchte und der alle halbe Stunde oder Stunde was essen soll. Für mich persönlich war es hilfreich, weil ich bin so aus diesem kompletten Mangeldenken wieder in dieses, ich darf jetzt essen, also ich muss sogar essen, reingekommen. Kann aber natürlich auch, wenn immer noch so im Hinterkopf ist, oh Gott, und dann sehe ich tatsächlich auf der Waage, ich nehme zu. Das kann natürlich echt eine Herausforderung sein, definitiv. Da wirklich zum einen auch nochmal Engel des Vertrauens und die Sonnenuntergangsmeditation, um wirklich in dieses Vertrauen zu gehen und wirklich auch diesen Zugang zum eigenen Körper wiederzufinden und einfach zu spüren, aha, okay. Und wirklich wichtig, ganz, ganz wichtig, das hat Monisa kürzlich nochmal so toll auf den Punkt gebracht, zu verstehen, diese Pfunde, die sind lebensrettend. Weil wenn das, was in diesen Fettzellen oder in diesen Wassereinlagerungen in unser System käme, die Folgen wären viel, viel schlimmer als ein paar Kilo zu viel. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das sich immer wieder vor Augen zu halten, weil man ein komplett anderes Verhältnis zum Körper bekommt und man ihn nicht mehr so, was natürlich, wie gesagt, kenne ich natürlich auch in diesem, ja, das muss doch jetzt. Das kann doch jetzt nochmal sein, der Körper muss doch jetzt endlich einmal, ich muss doch jetzt endlich mal schlanker werden. Da kommt ganz viel, kann da auch unbewusst Druck kommen, was natürlich wieder kontraproduktiv ist. Und ganz, ganz wichtiges Thema beim Thema Abnehmen, auch wenn man keine diagnostizierte Schilddrüsenunter- oder Überfunktion hat oder eher ist ja da Unterfunktion, irgendein Hashimoto oder irgendetwas. Die Schilddrüse ist definitiv immer, die validiert einfach die Leber, die ist auch bei Gewichtsthemen immer in irgendeiner Form mit betroffen. Also auch da muss man sich wirklich, ich habe das auch ganz lange Schilddrüsenthema, weil ich keine Diagnose, ich habe zwar früher mal Schilddrüse Tabletten genommen, habe das dann aber irgendwann selber abgesetzt und habe mich nie wieder irgendwie drum gekümmert. Und habe mir gedacht, war dann auch beim Arzt, war alles okay. Und habe das Schilddrüsenbuch wirklich nicht gelesen, weil ich echt gedacht habe, naja, das betrifft mich, die will ja abnehmen. Und nachdem ich aber dann irgendwann das Thema kam, immer wieder, habe ich erstens mal die Wichtigkeit der Schilddrüse überhaupt verstanden, auch im Zusammenhang mit dem Thema Gewicht. Also das Thema Gewichtsthemen, ob Untergewicht oder Übergewicht, ist ein super komplexes Thema. Und man muss da wirklich ganz, ganz viele Dinge mit einbeziehen. Und wichtig eben die Basic, das Vertrauen wieder aufbauen. Das Vertrauen, okay, dieser Weg ist richtig, ich spüre es einfach. Und da helfen natürlich auch die entsprechenden Nahrungsmittel. Eben dieses Medical Food gibt da auch nochmal ganz, ganz viel seelische Unterstützung. Und natürlich auch in der Frage steht drin, dass sie auch mit Emotion Coach gearbeitet hat. Super toll, ist natürlich wirklich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also einfach das, was emotional noch dahinter ist. Und der zweite Teil dieser Frage ging es darum, wenn man Ausnahmen macht und mal No Foods isst, warum die Reaktion so extrem ist oder also einfach dieses Unverständnis. Und es heißt ja dann immer, dass der Körper so sensibilisiert ist. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe anfangs, so das erste Jahr, wenn ich No-Foods gegessen habe, und No-Foods, da geht es jetzt wirklich nicht darum, jetzt ein Schweineschnitzel zu essen, sondern da geht es halt einfach darum, man ist mal irgendwo eingeladen und man isst halt einfach mal etwas, was nicht Anthony William konform ist. Was ich auch teilweise gemacht habe, weil dann einfach der gesellschaftliche Aspekt wichtiger war.
Und das erste Jahr ging es mir danach richtig schlecht. Das erste Jahr habe ich richtig gemerkt, ging es mir richtig schlecht danach. Inzwischen, so nach 2 Jahren, merke ich, es macht mir nichts mehr. Allerdings mache ich vorher etwas anderes. Und da geht es jetzt wirklich einfach nochmal drum. Die Leber ist super, ein super sensibles Organ. Und wir haben die jetzt viele Jahre mehr oder weniger misshandelt oder nicht beachtet oder völlig, also einfach haben dieses Verständnis für dieses Organ nicht gehabt. Und jetzt ist die Leber tatsächlich so, die ist einfach nur sehr, sehr vorsichtig. Vor allem, wenn man noch am Anfang ist. Ja, okay, wie konsequent macht sie denn das jetzt? Kommt da wieder irgendetwas? Die ist einfach immer nur auf Hauptachtstellung, sich wieder zu verschließen, wenn da jetzt wieder irgendetwas kommt. Und deswegen mache ich das inzwischen so, wenn ich weiß, da steht eine Einladung an, ich lege wirklich die Hände auf die Leber, ich sprich mit ihr und sage einfach, okay, Leber, du weißt, ich bin 100% Anthony William und ich tue dir wirklich alles Gute, was ich weiß, und ich weiß wirklich sehr zu schätzen deine Arbeit. Dieses Wochenende kommen vielleicht ein paar Sachen, da musst du härter arbeiten, aber ich versprich dir, danach kriegst du sofort wieder alles, was dir gut tut. Und das funktioniert für mich super gut. Also da muss ich echt sagen, mache ich super gute Erfahrungen damit. Aber es ist wirklich einfach diese energetische Geschichte, wirklich die Leber wertzuschätzen, sich schon mal vorzuwarnen und zu sagen, ah, okay, das Wochenende ist einfach ein bisschen mehr. Und ich habe jetzt letztes Wochenende habe ich einen Besuch bei der Oma gemacht und da esse ich einfach No Foods, weil das andere wäre viel zu kompliziert. Das ist einmal im Jahr. Und dann komme ich heim und weiß sofort wieder, aha, okay, jetzt gibt es wieder mein Programm. Freue mich total. Und wie gesagt, es funktioniert für mich gut. Und da kommt es für mich einfach ganz darauf an, wo stehe ich. Und wenn ich noch ziemlich am Anfang bin und einfach mein Leber mir einfach auch einfach nur in dieser Hauptachtstellung ist, dann wird sie definitiv anders reagieren, als wenn sie schon mal weiß, aha, okay, alles gut. Das ist nur eine Ausnahme danach. Und dann, also mir persönlich nimmt es dann nicht mehr übel. So, und dann haben wir... Sorry. Darf ich dazu noch was... Ja, was, klar. Was auch total gut wirkt, finde ich, also ich habe es ausprobiert, nachdem ich Anthony William davon sprechen habe hören, ist, diesen Engel der Unschädlichmachung zu bitten, dass er das Essen unschädlich macht. Und ich habe das, nachdem ich 5 Monate halt so echt wirklich sehr streng nach Anthony William gegessen hatte und nur mal irgendwie mal in einem Restaurant mal einen Salat gegessen habe, und selbst der hat mir irgendwie dann den Magen verdorben, ja, und da weiß ich gar nicht, was da jetzt großartig Schlimmes dran war, ja, aber war halt irgendwie doch nicht ganz konform. Und dann war ich auf einer pakistanischen Hochzeit eingeladen, wie so der Frauenabend vor der Hochzeit, ja. Und dann gab es da von Pizza bis pakistanischen Süßigkeiten alles Mögliche, aber also nichts, was ich so irgendwie hätte essen können. Dann dachte ich mir, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich kam mir blöd vor, da irgendwie nichts zu essen. Dann hätten die sich Sorgen um mich gemacht, warum ich nichts esse oder so. Ja. Das hätte auch irgendwie vielleicht wie so eine Beleidigung sein können. Und so dachte ich, komm, ich bitte jetzt den Engel der Unschädlichmachung, ja, und dann esse ich jetzt alles, was da ist. Ja. Und wisst ihr was? Das hat mir nicht den Magen verdorben. Ja. Erstaunlich, oder? Ja, also finde ich auch unglaublich, aber es ist einfach auch, es ist dann auch eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, dass es einfach halt sehr viel mit Bewusstsein einfach auch zu tun hat. Okay, dann kommt die nächste Frage, und da geht es darum, wie kann ich unterscheiden, ob es sich um Detox oder um ein Flare-up handelt. Und da geht es einfach darum zu wissen, ob ich jetzt einen Gang hoch oder einen Gang runter schalte. Und die Dame sagt eben, dass sie vor 3 Wochen angefangen hat und sehr heftige Symptome am ganzen Körper hat und sich gerade unsicher ist, ob sie hoch oder runterfahren soll. Definitiv runterfahren, ganz klar. Weil vor allem 3 Wochen ist einfach nur relativ kurz. Und da kommt es jetzt wirklich einfach darauf an, was schon alles umgesetzt wird. Es ist wirklich, Anthony William ist etwas,
dass das wirklich aufeinander aufbaut. Also man fängt einfach mal klein an, wie man vorher, wie die Juliana schon gesagt hat, das kann Glassellerie-Saft sein und das steigert man. Das kann eben anfangs Orangenwasser sein. Also wenn die Symptome zu heftig sind, definitiv runterfahren, um die Leber nicht zu überlasten und ihr wirklich einfach auch zu signalisieren, okay, da kommt jetzt was Neues, ist etwas, was aber langfristig ist. Die Gefahr, wenn man das ganz, ganz am Anfang schon mal zu schnell macht und die Symptome auch noch gar nicht richtig deuten kann, kann eben sein, dass die Leber eher zumacht, dass es eher kontraproduktiv ist. Und die Unterscheidung, ob es wirklich Detox ist oder ob es Flare-up ist, also einfach ein Aufflammen von dem alten Symptom, ist ganz einfach ein Detox. Die Detox-Symptome, die sind nach maximal 3 Tagen ungefähr durch. Also die sind, ist wirklich jetzt das Maximale. Also es geht einfach, das ist eine Sache von ein paar Tagen. Ein Flare-up dauert einfach länger. Also wenn es länger als diese 3 Tage ist, dann, und mit der Zeit spürt man es auch. Mit der Zeit kriegt man einfach auch ein Gefühl dafür, was ist es jetzt? Ist es jetzt Erkältung, die kommt, oder ist es tatsächlich Detox? Das ist auch etwas, und das ist einfach auf dem Weg, Anthony William, man wird sensibler für die Signale vom eigenen Körper. Man spürt es einfach. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber wie gesagt, ganz am Anfang sieht man einfach ganz schnell, okay, wenn es nach ein paar Tagen durch ist, dann war es einfach ganz klar Detox. Bei mir ist es meistens im Park. Also ich merke es immer, das ist so ein Tag und es kann sich wirklich anfühlen, wie wenn jetzt eine Riesenkrankheit kommt. Und meistens realisiere ich dann, ah, okay, das ist Detox, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und meistens ist es am nächsten Tag durch. Also ich persönlich merke es immer eher psychisch. Also da bin ich dann irgendwie eher so, oh, geht es mir nicht so gut. Und genau. Sonst noch jemand von euch was dazu zu sagen? Ja. Und zwar, das Schilddrüsenbuch haben die wenigsten zu Hause, auch das Medical Food, aber ich lese sehr oft bei Fragen, plötzlich ist der Herpes Simplex ausgebrochen, das heißt plötzlich eine Fieberblase oder so. Solche Symptome, da erklärt Anthony im Schilddrüsenbuch, was Jodmangel macht. Und wenn ihr mit der Entgiftung beginnt, dann merkt der Körper diesen Jodmangel noch viel, viel stärker, weil der macht so wie eine der Körper macht einfach, was habe ich überhaupt zur Verfügung, was steht mir überhaupt zur Verfügung für die Entgiftung. Darum sind ja auch die Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr wichtig. Und ich kann euch sagen, wenn ihr solche Symptome habt, wie plötzlich Herpes, auch Vaginalherpes oder irgendwas, was plötzlich so ausbricht, so in einer extremen Art und Weise, könnt ihr immer davon ausgehen, dass ihr einen kompletten Jodmangel habt. Am schnellsten würde es natürlich gehen, wenn ihr die Tropfen einnehmen würdet. Ich weiß aber, dass viele das halt nicht können, alles irgendwie zu Hause haben. Dann erhöht doch einfach die Menge von Spirulina oder der Dulse oder welche Alge ihr auch zu Hause habt. Das wäre halt eine Möglichkeit zum solche Sachen. Außer Chlorella. Außer Chlorella, genau. Aber bei solchen Ausbrüchen, die so unkontrolliert sind, könnt ihr immer davon ausgehen, dass ihr Zink- und Jodmangel habt. Das findet ihr im Buch Heile deine Schilddrüse, diese Aussage von ihm. Cooler Tipp. Genau. Dann kommt die nächste Frage. Da fragt jemand, ob Anthony zu High Sensitive Persons, also dieser Hochsensibilität, etwas sagt. Es gibt keine konkrete Aussage. Mir ist keine konkrete Aussage von Anthony dazu bekannt. Es ist natürlich von der Symptomatik her, passt natürlich super einfach zu den ganzen Schwermetall-Geschichten, natürlich ein überlastetes Nervensystem. Also im Prinzip ist einfach diese Übersensibilität, einfach der Körper ist schon so überlastet, dass er natürlich bei der kleinsten Kleinigkeit reagiert. Und die nächste Frage, ob Hafer ein No-Food ist. Also nein, Hafer gehört zu den Pseudogetreiden, zu den 3 Pseudogetreiden, die Anthony William empfiehlt.
Man muss hier natürlich wirklich dazu sagen, es sind wirklich Pseudogetreide. Und bei Streptokokken ist natürlich auch Hafer langfristig zu vermeiden oder für diese Heilungsphase zu vermeiden. Aber für einen Einstieg, für diese Umgewöhnung, super klasse. Also glutenfreie Haferflocken. Und die nächste Frage, ob es glutenfrei ist. Hafer an sich wäre glutenfrei, aber soweit ich weiß, ist es von der Verarbeitung her, kann das sein, dass vorher oft etwas mit Gluten abgefüllt wurde und dass der deswegen mit Gluten verunreinigt ist. Also ich habe unterschiedliche Aussagen dazu gefunden. Deswegen, ich nehme nur speziell diese glutenfrei deklarierten Haferflocken. Bei denen kann man 100% sicher sein, dass sie glutenfrei sind. Bei allen anderen kann man es nicht sicher sagen, ob sie glutenfrei sind oder nicht. Dann war die Frage nach Mariendistel als Leberheilmittel. Ja, es gibt eine Mariendistel-Tinktur, die Anthony empfiehlt. Die ist von, Juliane, von welcher Firma ist die? Nature's Answer. Ah ja, genau, Nature's Answer. Ist die Mariendistel, die findet ihr auch auf der Seite von Selleriesaft, das genaue Produkt, das er empfiehlt. Und dann war noch die Frage, die unterstützende Wirkung von Yoga auf die Meridiane. Es gibt es von Anthony keine konkrete Aussage dazu. Grundsätzlich ist es so, also ich mache selber Yoga, bin total, also für mich ist Yoga einfach was total Essentielles. Nach meinem Kurs bei der Monisa zum Thema Nebennierenschwäche, da ging es einfach nochmal ganz klar darum, so Dinge wie Yoga, Tai Chi, Qigong, also Sachen, die langsam und ohne große Kraftanstrengung sind. Und wie gesagt, da kommt es natürlich darauf an, wo jemand steht. Und Yoga ist auch nicht gleich Yoga. Also ich mache auch unterschiedliche Formen von Yoga. Ich mache zum Beispiel auch Ashtanga-Yoga. Das ist körperlich anstrengender. Mache aber auch Luchong, tibetisches Heil-Yoga. Das ist jetzt zum Beispiel wieder was man immer und jederzeit machen kann, weil das eben gerade die Meridiane aktiviert, weil es unglaublich ausgleichend ist, weil man einfach auch dieser tiefe Atem ist einfach auch für die Nebennieren super beruhigend für das ganze System. Also auf jeden Fall, es wird bei uns in der Gruppe natürlich nicht diskutiert, weil wir einfach eine reine Anthony-William-Gruppe sind. Aber natürlich, wenn man sich wohl damit fühlt und wenn es einem gut geht, auf jeden Fall. Das Einzige ist, jetzt einfach nur so am Rande erwähnt, das war jetzt auch Thema in diesem Kurs von der Monisa zur Nebennierenschwäche, wenn jemand einfach Nebennierenschwäche hat, was wir, denke ich, alle mehr oder weniger haben, ist einfach Dinge wie Joggen gehen oder Krafttraining nicht unbedingt förderlich, weil das halt auch extrem viel Adrenalin, also diese Kraftanstrengung, dagegen langsames Spazierengehen, tiefes Atmen ist in dem Fall viel, viel hilfreicher und eben Sachen wie Yoga und so weiter ist in dem Fall wirklich sehr unterstützend. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Astrid, ja genau. Also das ist jetzt eine Frage, ich lese es mal so ein kleines bisschen vor. Mich würde sehr interessieren, wie ihr dazu steht, wenn man auf Dauer Anthony William nicht ganz konform verfolgt. In meinem konkreten Fall ist es so, dass ich bis mittags konform und fettfrei lebe, dann aber in Anführungsstrichen sündige, minimal Milchprodukte und leider auch Gluten. Ich kann auch einfach nicht so viel Blattgrün und Kartoffeln essen. Auch den Heavy Metal, den Selleriesaft und die Nahrungsergänzungsmittel hat sie gerade reduziert. Also es war dann in dem Fall so, sie hat es in den ersten Wochen sehr streng konform gemacht und es ging ihr einfach nicht so gut dabei. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Antworten schon eigentlich ganz klar gesagt, natürlich, die konkrete Frage ist jetzt hier, was ist, wenn ich es so lasse? Nützt es mir trotzdem genug, solange es mir einigermaßen gut geht? Ist es besser, das überhaupt zu machen oder ist es besser, eben als gar nichts zu tun? Und da ist ganz klar die Antwort, ja, natürlich ist das das Richtige. Es
ansatzweise zu versuchen und langsam mit den eigenen persönlichen individuellen Schritten vorwärts zu gehen. Das macht überhaupt nichts. Das betont Anthony ja auch immer wieder. Schritt für Schritt, jeden Tag aufs Neue. Also es ist bestimmt sogar besser, um den Körper kennenzulernen, wenn man es erstmal langsam macht. Und bis mittags roh und fettfrei, das ist ja schon mal genial. Ne? Also das ist sehr, sehr viel mehr, als es sicherlich vorher war, bevor sie Anthony kannte. Ne? Also Gratulation, kann ich da nur sagen. Und weiter erspüren. Und nach meiner Erfahrung ist es eigentlich ganz wichtig, dass man einfach an der Thematik selber dranbleibt, um nicht dann, weil die vielleicht auch die Erfahrungen dann nicht so krass sind, weil vielleicht die guten Erneuerungen nicht so schnell eintreten, dass man dann die Motivation verliert und aufgibt das Ganze. Und damit das nicht passiert, finde ich es so wichtig, dass solche tollen Facebook-Gruppen, dass es die gibt. Es gibt ja viele gute Facebook-Gruppen für Anthony William. Oder dass auf seiner eigenen Webseite medicalmedium.com, da stehen ja ganz, ganz tolle Feedbacks in Videoform. Die habe ich vor kurzem erst entdeckt. Also was man sich da alles noch als Inspirationshilfe, als Unterstützung holen kann, damit man in dieser langsamen Zeit nicht das Interesse und nicht die Motivation verliert. Das finde ich extrem wichtig. Und der Instagram-Account von Anthony, der ist ja grandios. Also wer da einfach ein bisschen Push braucht, der sollte da mal drüber gucken. Und dann in seinem Tempo ganz allmählich auf die individuelle Situation, in dem Fall war auch noch die Familie mitbeteiligt, die nicht so mitgezogen hat, einfach immer wieder gucken, was geht jetzt gerade am leichtesten, was könnte der nächste Schritt sein. Und erstmal sicher stehen auf dem ersten Stüfchen und dann von dort aus spähen, was ist jetzt dran. Und dann gucken, habe ich die Kraft, den nächsten Schritt zu tun und sich einfach immer wieder gratulieren, dass man schon so weit gekommen ist. Also unbedingt weitermachen. Du bist so lieb, Astrid. Total verständnisvoll. Ja, aber das ist auch super. Das ist ja das, was Anthony tatsächlich auch sagt. Er sagt ja, es gibt wirklich Leute, die nur mit dem Selleriesaft Heilung erfahren haben. Also die wirklich ohne irgend sonst etwas umzusetzen, das geschafft haben. Also auch das, und ich finde das auch wichtig, lieber so und das konsequent durchmachen, als mit dem kompletten Programm starten und nach 2 Wochen merken, oh nee, das ist mir alles zu viel, da höre ich wieder auf. Genau. Und aber wenn man schon sündigt, einfach wichtig ist danach, sich nicht steinigen. Ja, dann ist es halt so. Also nicht in diese Spirale reingehen. Sündigen ist ja schon ein nicht so gutes Wort. Es ist einfach dein Weg. Es ist deine Art und Weise, dich zu finden. Und wenn halt was dabei ist, was nicht konform ist, kommt Zeit, kommt Rat. Und Anthony sagt immer, vorwärts gehen, egal wie langsam es ist. Ich finde, Anthony William ist auch immer so ein kleiner Weg zu sich selbst, sage ich ihm vielen. Es fühlt sich nicht an wie durch eine Tür gehen, das machen sehr viele, dass sie das Gefühl haben, ich stelle jetzt mein komplettes Leben um, dann reißen sie eine Tür auf, gehen rein und laufen direkt gegen eine Wand. Ich finde es schöner, wenn man Schritt für Schritt gehen kann, also eine Stufe sozusagen, die Stufen hochläuft, mal schneller, mal langsamer, mal besser, mal nicht so gut, aber die Konstante ist wichtig, einfach vorwärts gehen. Und die Geschmacksknospen ändern sich auch ungefähr alle 8-9 Wochen. Ich hatte heute Morgen jemand, der hat mir gesagt, hey, sie hatte sogar von Berliner geträumt. Aber ich weiß nicht, in Deutschland sagt ja auch Berliner. Diese Krapfen mit der Konfitüre, sie hat sogar davon geträumt, sie hatte so Lust drauf und sie hat sich ungefähr ein halbes Jahr gequält, weil sie sich die nie erlaubt hat. Und irgendwann kam Tag X und sie ist in eine Bäckerei und hat sich ihre Lust hat sie sich gegönnt und dann hat sie reingebissen mit dieser, in der Vorstellung war das so, so lecker und sie hat reingebissen und sie hat gesagt, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Es hat einfach nach Luft geschmeckt und das fand ich so toll, weil sie hätte sich jetzt auch noch 3 Jahre quälen können und sie hätte immer diese Lust gehabt auf diesen Berliner und sie hat einmal reingebissen, sie hat gesagt, sie konnte es nicht fertig essen und da war das Thema einfach erledigt. Und das ist auch cool. Ein Vorwärtsgehen.
Und, ja. und danach musste sie sich nicht steinigen oder sagen, oh, es war jetzt schlecht, sondern es war jetzt so und es ist okay. Und wir müssen nicht perfekt sein. Ja. So, die nächste Frage ist ganz ähnlich, die kam schon mal, aber ich habe sie trotzdem drin gelassen, weil es ging doch etwas darum, dass man nicht alle Obstsorten oder Gemüsesorten gut verträgt. Da komme ich wieder auf das Monoessen. Und manchmal ist es auch gut, wenn man am Anfang so ein bisschen ein Tagebuch führt, dass man einfach sich auch aufschreibt, ich esse heute nur Äpfel mit zum Beispiel nur Blattspinat. Nur diese Sachen isst und mal schaut, wie geht es mir danach. Oder dass man halt nur Bananen isst oder das, was man halt verträgt. Und die Histaminintoleranz ist so eine Sache. Sie ist natürlich messbar und echt, an dem will ich gar nichts rütteln. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Intoleranz haben, aber es ist eigentlich auch nicht wirklich echt, weil es ist eigentlich nur eine Reaktion vom Körper und traut euch auch nur in kleinen Mengen Sachen auszuprobieren. Und wenn das nur eine kleine Cherry-Tomate ist, einmal die Woche, ihr werdet sehen, irgendwann klappt es auch mit 2 oder 3 oder 4. Und auch da, es schließt sich eigentlich gut der Frage von Astrid an, vorwärts gehen, ausprobieren, sich selbst entdecken, herausfinden, was geht, was nicht geht. Ihr müsst wirklich, wenn ihr euren Weg gehen möchtet, müsst ihr wirklich die Verantwortung auch ein bisschen für euren Körper übernehmen und nicht, oh, mein Arzt hat gesagt und dieses Blutbild hat gesagt und dieser Test hat gesagt, sondern was fühle ich? Was fühle ich, wenn ich einen roten Apfel esse? Dann gibt es natürlich sehr starke Reaktionen über die Haut zum Beispiel oder auch Durchfall. Aber ist manchmal auch okay, weil diese Sachen haben auch einen Job zu erfüllen. Das vergessen wir manchmal. Die müssen auch, die haben eine Arbeit in unserem Körper. Mhm. Und die Magensäure braucht schon einen Moment, um aufgebaut zu werden. Und auch der Darm. Es geht zwar relativ schnell, ich bin manchmal überrascht, wie schnell diese anscheinende Histaminintoleranz irgendwie gar nicht mehr da ist. Aber ich möchte euch einfach den Mut machen, einfach euch selbst und euren Körper neu kennenzulernen. Und ja, ihr werdet auf gewisse Sachen stärker reagieren, auf andere weniger. Dann macht ihr einfach mal das Mono-Essen oder in kleinen Teilen ausprobieren. Die nächste Frage, da fasse ich jetzt auch mehrere Fragen zusammen. Es waren ein paar Fragen zum Thema Engel. Und das ist auch so mein Favorite. Damit arbeite ich unglaublich gern und viel mit Anthony William. Und die erste Frage, welche es genau gibt. Es gibt eine ganze Menge. Und wo man alles darüber nachlesen kann, also in welchen Kapiteln. Das ist meistens in den Büchern ganz am Schluss, sind die Engel beschrieben. Das ist in Heile deine Leber, das ist in Mediale Medizin. Es ist auch also ganz viel, das geht jetzt aber mehr so die spirituellen Geschichten. Also eigentlich ist in jedem Buch in irgendeiner Form drin. Und wie das genau funktioniert, also das Wichtige ist wirklich, die Engel laut anzurufen. Das heißt, nicht nur zu denken und wenn man das nicht laut aussprechen kann, ist einfach zu flüstern. Und den Engel wirklich auch so konkret als möglich um Hilfe zu bitten, weil wir haben hier den ganzen Tag sind wir irgendwie am Denken, alles Mögliche. Und wenn wir das jetzt eben nur denken, dann weiß der Engel gar nicht, ist das jetzt für ihn bestimmt oder also er weiß nicht genau seinen Auftrag. Deswegen ist es wirklich einfach ganz wichtig, den Engel laut anzurufen, ihn laut ganz konkret um Hilfe zu bitten in der Situation, ihm wirklich einfach so konkret als möglich einfach zu sagen, was er denn jetzt machen soll oder wie er dich unterstützen soll. Und die nächste Frage, da kommt jetzt eine Frage, die kam später noch. Es steht schon lang auf meiner Agenda, das mal zu machen, eine Übersicht über die Engel zu erstellen, welche es denn überhaupt gibt, so möglichst kurz und knapp. Und es ist so, es gibt eine ganze Menge von Engeln, die Anthony erwähnt. Die natürlich am meisten, denke ich, angerufen werden, das sind die Engel der Heilung und Engel der Rettung.
Und die nächste Frage bezog sich jetzt nur drauf, so sie hat vergessen irgendwie, war so verwirrt, dass sie gar keinen Namen mehr wusste, von welchen Engel sie jetzt überhaupt anrufen soll. Es gibt die unbekannten Engel. Also die kann man auch immer anrufen, die sind auch super hilfreich. Und da muss man keinen genauen Namen wissen, sondern einfach nur die unbekannten Engel anrufen. Und dann gibt's eben halt wirklich so, also bei mir, ich merke auch, das ist so, es schwankt immer wieder. Und wenn da nicht sicher bist, dann völlig egal, ob das jetzt ein Engel ist, den Anthony in seinem Buch hat oder nicht drin hat, versuch's einfach. Also wirklich, das geht auch hier nicht so viel über den Kopf, sondern wirklich auch ganz viel über deine Intuition und einfach diesen Zugang zu den Engeln überhaupt aufzubauen. Auch hier ist nochmal ganz viel natürlich auch das Vertrauen, wenn man noch nie mit dem Bereich gearbeitet hat, ist es natürlich so, okay, jetzt rufe ich da den Engel an, aber irgendwie passiert eigentlich gar nichts. Das hat nochmal ganz viel auch mit Vertrauen zu tun, deswegen auch hier nochmal die Empfehlung, tatsächlich entweder den Engel des Vertrauens oder die Sonnenuntergangsmeditation, um das Vertrauen überhaupt aufzubauen, dass Engel für mich da sind. Und nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das war meine eigene Erfahrung. Ich hatte die Überzeugung, dass mir sowieso keiner helfen kann oder sowieso keiner hilft. Mit dieser Überzeugung war es natürlich für mich auch relativ schwierig. Ich habe zwar die Englische angerufen und habe mir gedacht, naja gut, ich habe es aber eigentlich eher so aus dem Kopf raus, weil Anthony das halt empfohlen hat. Und nachdem diese Überzeugung sich verändert hat und ich auf einmal gewusst habe, die Engel helfen mir, ich weiß das einfach, war die Erfahrung nochmal eine ganz andere. Dann habe ich einfach ab dem Zeitpunkt habe ich sofort gespürt, ich habe einen Engel angerufen und sofort in irgendeiner Erleichterung, ob es jetzt Detox ist oder Unsicherheit oder was auch immer, in welcher Situation auch immer. Also wie gesagt, der Übersicht über die Engel kommt irgendwann demnächst auf der Sellerie-Saft-Seite. Also wie gesagt, es steht auf meiner Agenda mit ganz vielen anderen Sachen nur drauf. Aber ist mir auch ganz wichtig, das zu machen, weil das ein oft vernachlässigtes Thema ist, vor allem am Anfang, entweder hat man noch nie was damit zu tun gehabt oder aber Engel ist schon durch, das kennt man schon alles, dann ist das eh so, naja, okay, kenne ich schon, aber es ist super hilfreich und da kann ganz, ganz viel passieren, wenn man einfach die Engel in diese ganze Arbeit mit einbezieht. Also wie gesagt, irgendwann gibt es die Übersicht und vielleicht auch nochmal ganz kurz, wie es tatsächlich funktioniert. Super. Ich glaube dann, aha, jetzt sind gerade meine Kinder zur Tür reingekommen. Den war es jetzt draußen zu kalt. Nein! Ah, okay. Wow. Pass mal auf, ich bin noch bei dem Film. Okay, wir sind noch am Film. Geh mal raus. Zu den ja, ist mal gut. Sag mal ganz kurz Hallo. Hallo. So, hallo. Zieh dich mal. Oh, ich bin sehr kalt. Okay. Oh ja, natürlich schon. Okay. Also, ja, genau, da käme nämlich meine. Ich fange mit der nächsten Frage dran. Und zwar, da hat jemand. Moment, das muss ich mal gerade konzentrieren. Genau, praktische Tipps, um Aufwand und Kosten möglichst gering zu halten. Da ging es darum. Da dachte ich, da können wir ja auch einfach mal ein paar Tipps sammeln. Fangen wir doch mal an mit Aufwand reduzieren. Und zwar also zum Beispiel, dass man sich halt Sachen, dass man morgens zum Beispiel halt Sachen zubereitet und dann halt den ganzen Tag davon isst, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Manche Sachen kann man auch am Vorabend zubereiten. Das, oh, außer du bist hingefallen. Ne? Also hat heute Fahrradfahren gelernt, glaube ich. Okay, also, genau. Kommt. Okay, also lass mich jetzt mal hier weitermachen. Okay? Geh mal kurz zu den anderen. Ich muss jetzt mal hier noch ein bisschen weitermachen. Okay? Also, ich gebe dir gleich was nach der Frage. Gebe ich dir. Okay? Also, genau, man kann sich Sachen vorbereiten. Man kann,
Man kann zum Beispiel manche gekochte Sachen schon am Vorabend, frische Sachen morgens. Man kann sie einpacken, mitnehmen. Man kann von einer Sache mehrere Portionen machen und dann über den Tag verteilt essen. Zum Beispiel manche Leute machen sich eine große Schüssel Salat und essen dann über den Tag immer wieder davon. Ja, das sind alles so Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel bei Salat, finde ich es auch super praktisch, wenn man den käuft und dann wäscht, ja, dann kann man ihn vorwaschen. Und dann halt zum Beispiel so für 2-3 Tage halt schon vorwaschen, dann trocknen, also so schleudern oder so, ja. Und dann halt im Kühlschrank verstauen. Ja. Okay, gleich geht's. Ja. Und dann hat man das immer schon gleich griffbereit, ja. Dann braucht man nur noch ein bisschen Dressing schnell machen oder einfach ein bisschen Zitronensaft drüber oder sowas und hat man ganz schnell einen Salat, weil das mit dem Waschen nimmt ja oft irgendwie besonders viel Zeit ein und hält einen irgendwie davon ab, Salat zu essen, ja. Also mir geht's jedenfalls so. Oder schnell einen Smoothie zu machen, wo man Salat mit, also wo man grüne Blätter mit reinschmeißt oder sowas, ne. Wenn die fertig sind, ist echt sehr praktisch. Ja, genau. Oder was habt ihr noch für Ideen zum Aufwand? Grundsätzlich, so wie du schon sagst, zum Beispiel auch Salatdressing vorbereiten, einfach für 1-2 Tage in eine Flasche abfüllen und in den Kühlschrank stellen. Und ganz wichtig für viele, auch sehr hilfreich, sich einen Wochenplan zu machen. Mhm. Sich wirklich einfach hinzusetzen und wirklich schon am Sonntag einen Plan für die Woche zu machen. Also nicht erst mittags überlegen, was koche ich jetzt schnell, sondern wirklich einfach auch ein bisschen einen Plan, weil dann kann ich auch planen vom Einkaufen her, dass ich einfach dann sage, okay, das ungefähr, ob man sich jetzt 100%ig dran hält oder nicht, aber man kann dann wirklich vom Einkaufen her auch sagen, okay, ich brauche die Woche so und so viel Kartoffeln, so und so viel Salat, also wirklich halt auch einfach in größeren Mengen einkaufen und auch Vorräte daheim haben, also bestimmte Basics immer daheim haben in größeren Mengen, zum Beispiel eben glutenfreie Haferflocken habe ich anfangs auch in großen Mengen gekauft, halt je nachdem, was ich gerade esse, halt wirklich einfach zu schauen, dass ich es nicht immer einzeln kaufen muss, auch den Selleriesaft zum Beispiel oder Sellerie kann man in Lebensmittelgeschäfte ganze Gebinde sich bestellen, dass man sich bestellt und an einem bestimmten Tag einfach abholt, sodass sie also nicht alle Geschäfte abklappern muss, wo es jetzt gerade Sellerie gibt. Und so sich bestimmte Bezugsquellen auch einfach mit der Zeit eröffnen, wo man einfach sagt, ach, okay, da kann ich das bestellen. Es gibt bei uns zum Beispiel gibt auch so Gemüsekisten, die man sich liefern lassen kann. Also ich habe versucht, meine Zeit mit Einkaufen relativ zu reduzieren, weil das war anfangs super viel. Also da war ich irgendwie ewig beschäftigt, alle Geschäfte abzuklappern. Und es spart natürlich auch Kosten, also das einfach in größeren Mengen zu kaufen und eben halt nur einmal einkaufen zu gehen und nicht so viel Zeit auf der Strecke irgendwie zu verbringen. Genau, das, da kommen wir dann schon zu den Kosten, genau. Und genau, also so wie du sagst, mache ich es zum Beispiel auch. Ich habe zum Beispiel einen Naturkostladen, der ist bei uns hier in der Nähe. Und da bestelle ich halt immer also ein ganzes Gebinde Sellerie. Also wenn man ein ganzes Gebinde bestellt, das sind dann je nachdem, zur Zeit sind es irgendwie 8 Stangen Sellerie, davor waren es auch mal irgendwie 10 Stangen Sellerie. Wenn man dann ein Gebinde bestellt, und dann kann man ja gucken, wie lange braucht man, um so ein Gebinde aufzufuttern. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, das zu lagern. Aber ich meine, 8 oder 10 Stangen Sellerie, ich meine, bunt Sellerie, Entschuldigung, was ist? Der ist weg. Der ist in der einen Schublade, genau. Okay, ich komme jetzt gleich und komme, okay? Ja. Also, sorry, das war jetzt irgendwie zu lang für Sie. Ja. Genau. Also, genau, also ich hole halt einfach dann ein Gebinde und das ist dann auch billiger. Ja, das ist dann auch billiger, wenn man eine Kiste Sellerie nimmt. Und die können dann auch gut damit planen. Die freut es auch im Naturkostladen, wenn die da, genau. Ansonsten Kosten sparen. Ja klar, man kann nach Sonderangeboten gucken oder nach was hat gerade Saison. Das ist natürlich günstiger, schmeckt dann auch eh besser. Ne? Was dann zum Beispiel braune Bananen, also so Bananen mit braunen Punkten oder so, die gibt es dann oft in Hörsersicht für die Hälfte oder 30% weniger. Ja. Kann man dann irgendwie so gucken. Also ich kaufe die oft und dann kauft man aber auch grüne noch dazu, damit dann ich halt immer irgendwie Bananen zu Hause habe, die gerade einigermaßen, also
passend, also reif sind. Was kann man machen? Genau, wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht alles in Bio leisten kann, ja, ist auch ein Punkt, dass Anthony zum Beispiel sagt, ja, dann soll man halt die Sachen, die jetzt eine dickere Schale haben, dann vielleicht in Nicht-Bio kaufen. Also er schlägt dann zum Beispiel vor Melone, Avocado, Banane, wäre dann halt eher sowas, was man sich dann auch in Nicht-Bio kaufen könnte. Und dann sollte man halt auch gucken, zum Beispiel Apfel, Beeren, Blattgemüse, da wäre dann halt Bio noch wichtiger. Ne? Und trotzdem, aber wenn man sich da auch nicht leisten kann, dann soll man trotzdem halt auch das in Nicht-Bio kaufen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Tipp, türkische oder arabische Geschäfte, finde ich, die haben sehr oft wirklich gute Kräuter da und Sellerie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, also zum Beispiel Koriander, frischer Koriander für die Petersilie, das übersteigt zum Beispiel mein Budget im Naturkostladen zu kaufen. Das hole ich mir dann im türkischen Geschäft. Ja. Und dann bitte ich mittlerweile den Engel der Unschädlichmachung, dass er mir da zur Seite steht und das unschädlich macht. Und ja, also das sind eben auch Möglichkeiten, was man machen kann, um es günstiger zu halten. Ne? Also habt ihr da noch Ideen? Ja, manchmal kann man kurz vor Ende eines Wochenmarkts, so in der letzten Stunde, da geben die Marktbesitzer die Sachen auch preiswerter raus. Da könnte man auch mal versuchen, aber es passt natürlich auch nicht für jeden von der Einkaufszeit. Das ist gut, ja. Ja. Und um die Kosten ein bisschen einzudämmen, wenn man schauen muss, bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, gibt es natürlich als Tee. Da muss man etwas mehr trinken, aber geht gut. Cool. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ja, ich wollte noch sagen, ein paar Fragen, die waren etwas sehr spezifisch, das heißt nur auf ein gewisses Problem. Das beantworten wir hier im Video nicht, aber ich würde mir trotzdem die Zeit nehmen, diesen Menschen, die sich für uns Zeit genommen haben, zu antworten. Und dann wärst du eigentlich an der Reihe, Maria. Ja. Habt ihr jetzt was übersehen? Nee, die Frage 15? Ja, genau, das war eben diese, die sehr auf jemanden Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, Moment. Dann kommt noch, genau. Und zwar geht es auch um eine Frage. Die Dame hat am 4. Januar angefangen und mit Miracle Food und Miracle Medium. Und hat sofort alle No-Foods gestrichen, bis auf ein paar kurze Ausnahmen, mal Schokolade und mal etwas Pizza von den Kindern. Und Hirse und Hülsenfrüchte sind keine No-Foods, ja, die sind erlaubt, gibt es allerdings eine Einschränkung. Das kommt aber erst zum späteren Zeitpunkt, und zwar bezüglich Streptokokken. Und sie ist vegan, eben seit 2,5 Wochen, vormittags kein Fett und die Morgenroutine. Und hat aber so den Eindruck, dass es sich schon verbessert hat. Und die Frage bezieht sich jetzt auf das Thema Adrenalin. Und die Frage war, ob, wenn sie sich fit, wach und klar fühlt, ob das Adrenalin ist oder ob das diese neue reichhaltige Nährstoffzufuhr im Körper ist. Und wie man das erkennt, wenn man die Nebennieren-Snacks zu spät nimmt. Und genau, gehen wir auch schon mal auf das ein. Also zum Thema Adrenalin. Adrenalin ist ein Notfallprogramm, das uns wach, hell und klar macht. Und deswegen haben wir heute alle mehr oder weniger Adrenalinsucht. Also normalerweise wäre es so, dass man dieses Notfallprogramm Adrenalin 5-10% des Tages, wäre es optimal, das zu nutzen. Und 90% des Tages aber eigentlich in Ruhe zu verbringen. Heute ist es leider so, dass wir genau den umgekehrten Fall haben. Also wir laufen 80-90% des Tages auf Adrenalin. Wir erkennen den Unterschied nur mal, weil wir ständig auf Adrenalin sind. Deswegen kennen wir diesen Unterschied nur mal. Und das ist ein Thema, mit
das wird man sowieso mit der Zeit einfach sensibler dafür. Und man spürt einfach, ob das ein Adrenalinschub ist oder ob das jetzt wirklich diese Nährstoffzufuhr ist. Natürlich freut sich der Körper über wesentlich mehr Nährstoffe und man wird dadurch einfach lebensbejahender, fröhlicher, allein durch den Selleriesaft, durch diese Vitamine. Natürlich freut sich der Körper. Es kann natürlich auch, weil das ja auch stark entgiftend ist, natürlich auch das Gegenteil sein, dass man sich erstmal eigentlich müder fühlt. Also auch da, das kann man jetzt nicht generell beantworten. Das kommt immer auf die Situation an. Und das Thema Adrenalin, das spürt man sehr gut, weil wenn man Kaffeetrinker ist, dann kennt man diesen Adrenalinrausch. Also wenn man eine Tasse Kaffee trinkt, fühlt man sich danach eben so normalerweise in diesem Hochgefühl, man fühlt sich gut. Und das ist Adrenalin. Und da kann man es am besten dran messen, wenn man eben Kaffee trinkt, dann kennt man, oder Schwarztee oder halt alles, was irgendwie anregend wirkt. Daran, wenn sich das so anfühlt, wie wenn man eine Tasse Kaffee getrunken hat, dann ist es ganz klar Adrenalin. Dieses Gefühl von mehr Vitamine, Mineralien, das ist eher etwas, das gibt keine so Höhen und Tiefen, sondern das ist eigentlich eher was Konstanteres. Und an was man erkennt, ob man die Nebennieren-Snacks zu spät genommen hat, im Englischen sagt man da wirklich ein Crash, dass man erlebt einen Crash. Und ich finde, es gibt es in Deutsch irgendwie ein schwieriger Wort dafür zu finden. Es ist so ein Tief. Ja, es ist so ein Tief irgendwie. Und ich persönlich erlebe es so, dass ich war sehr ungeduldig, sehr ungehalten mit meinen Kindern. Und vor allem dann, wenn ich einkaufen gehen muss und habe vorher zu lange gewartet oder habe die Zeit irgendwie übersehen, dann war ich sehr genervt, sehr stressig, sehr hektisch. Und dann weiß ich ganz genau, höchste Zeit für einen Nebennierensnack. Und das ist auch etwas, je nachdem, wie man halt, wo seine eigenen Schwachstellen sind, es kommt eben dieses Tief, dieser Crash. Und das merkt man mit der Zeit. Und wie gesagt, das ist nach der kurzen Zeit noch, denke ich, jetzt erst seit 4. Januar noch relativ schwierig, die Unterschiede zu kennen. Aber kann ich dir sagen, du wirst es mit der Zeit einfach genau spüren. Und wenn man sich für das Thema Adrenalin schon mal offen ist und sensibler dafür ist, dann wird man einfach auch merken, und das ist ein super umfangreiches Thema und ganz, ganz wichtig, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und die nächste Frage in dem Zusammenhang, ist das erfrischende, aufweckende morgendliche Schwimmen im kalten Wasser ein Adrenalinsuchtakt? Ja, also es ist definitiv so, das kalte Wasser in der Früh, das morgendliche Schwimmen, pusht natürlich Adrenalin. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt 56 verschiedene Sorten Adrenalin. Und das ist mit Sicherheit nicht das korrosive Adrenalin, wie jetzt zum Beispiel ein Kaffee. Dennoch ist es Adrenalin. Und wenn die Nebennieren schwach sind, dann ist es auch besser, wirklich zu schauen. Ist das jetzt wirklich es ist natürlich besser, als einen Kaffee zu trinken, definitiv. Und wie gesagt, das kann man jetzt auch nicht generell beantworten. Das kommt jetzt wirklich auf einen Einzelfall an, weil da muss man einfach ein bisschen mehr wissen, wo ist der eigene Stand, was war so die Vorgeschichte. Und definitiv sensibel werden für das Thema und einfach schauen, ist das jetzt wirklich förderlich für meinen Körper oder ist es langfristig eher kontraproduktiv oder ist es im Moment vielleicht nicht unbedingt hilfreich, das zu machen? Vor allem, wenn jetzt der Körper seine ganze Energie für die Heilung braucht, dann kann es einfach sein, in der Zeit wirklich besser darauf zu verzichten. Also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das generell zu beantworten und auch Wechselduschen. Also Kälte braucht einfach Adrenalin. Also alles, was man mit Kälte macht, heißt, das fördert die Adrenalinproduktion und eben, wie gesagt, hat einfach damit zu tun,
wo stehe ich gerade? Wie ist der Zustand meiner Nebennieren? Ich persönlich würde es in dieser Heilungsphase und vor allem zu Beginn mit dieser Ernährungsumstellung eher mal reduzieren oder wirklich zu schauen, wie geht es mir damit? Also ich persönlich wäre jetzt nicht grundsätzlich dagegen, also ich würde jetzt sagen, auf gar keinen Fall, aber wirklich schauen, wo stehe ich und wie geht es mir damit und gibt es vielleicht ist es im Moment auch noch hilfreich, ich habe auch noch eine ganze Zeit lang Kaffee getrunken, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, für mich wäre es zu viel gewesen, auch gleich von Anfang an auf den Kaffee zu verzichten und irgendwann war es einfach durch, irgendwann war es einfach dann erledigt und heute, wenn ich Kaffee trinke, geht es mir nicht mehr gut damit. Und deswegen, wie gesagt, würde ich jetzt wirklich erstmal schauen und nicht zu viel auf einmal. Also wirklich nicht zu viel ändern. Vielleicht ist es im Moment nur hilfreich und dann irgendwann im Frühjahr, im Sommer dann einfach merkst du, okay, jetzt brauche ich es nochmal oder kann es vielleicht ab und zu mal machen. Ja, ich glaube ich, oder? Ja, genau. Die Frage ist, ob Anthony etwas zum Thema Lipomatose sagt. Und die Ursache ärztlicherseits ist ja unbekannt. Und der Fragesteller denkt von sich aus, dass es mit den Stresshormonen Cortisol und Adrenalin etwas zu tun haben könnte. Einfach nochmal zum Erklären, was Lipomatose ist. Das ist einfach nur ohne klare Konturen erkenne Vermehrung von Fettgeweben an einer spezielleren Körperregion. Also das kann zum Beispiel hier so ein extremer Klumpen sein. Es ist schon fast so ein gutartiger Tumor oder an den Fesseln unten an den Füßen. Also an nicht so klassischen Orten, wo man Fett erwarten würde. Adrenalin hat ganz bestimmt was damit zu tun, weil wir wissen ja von Anthony, dass die Nebennieren und die Leber ein Team sind. Aber überall, wo Fett in Frage kommt oder Thema ist, würde ich sagen, ist ein Leberthema. Ganz klar. Was denkst du, Maria? Ja, auf jeden Fall. Also ist definitiv einfach das Thema Fett natürlich, auch wenn es da keine konkrete Aussage dazu gibt. Natürlich eben der Zusammenhang mit Stress, Nebennieren, also einfach auch genau der gleiche Heilungsweg wie im Prinzip bei allen anderen auch. Ja, denke ich auch. So, und dann die nächste Frage, die habe ich, da war noch eine Frage mit dabei, die habe ich vorher schon beantwortet, der erste Teil ging es um Engel. Und dann war einfach noch die Frage, wie komme ich am besten von Gluten weg? Meine Empfehlung, wirklich einfach anfangen, sich selber glutenfreies Brot zu backen. Also am Anfang wirklich viel mit diesen No-Foods zu arbeiten. Also ich habe am Anfang wirklich auch glutenfreies Porridge gemacht, also ganz viel. Einfach, das geht wirklich um diese praktische Umsetzung. Am Anfang eben auch ganz viel Brot selber gebacken, wo ich noch mehr Brot gegessen habe. Und da gibt es inzwischen wirklich auch super leckere, wir haben auch in der Gruppe schon viele leckere Rezepte, glutenfrei. Also sich da wirklich satt essen und eben wie Juliana schon gesagt hat, der Geschmacksnerv verändert sich auch. Und mit der Zeit wird einfach diese Lust auf Gluten weniger. Aber natürlich müssen auch die Geschmacksnerven müssen sich verändern und mit der Zeit wirst du einfach merken, es gibt so tolles Brot, glutenfrei. Und eben, das wäre so meine Empfehlung, auch Kuchen. Also man kann inzwischen unglaublich viel machen und wirklich auch richtig lecker. Und also ich fand als Tipp, also bei mir hat auch gut geholfen, wenn ich so Sachen irgendwie, wenn ich immer wieder rufe, auf was das Stück habe, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie, vielleicht ist das irgendwie das Gefühl. Da habe ich dann auch den Engel gegessen. Du bist gerade ganz leise, Nina. Ah. Jetzt ist es besser. Genau. Geht's? Moment mal, vielleicht habe ich. Ah ja, jetzt geht's, genau. Okay. Jetzt. Den Engel der Sucht
zu bitten. Und den Engel der Gewohnheit, finde ich, kann auch noch eine. Ja, Engel der Gewohnheit. Ganz, ganz wichtiges Thema. Super, ja. Genau. Ich komme noch mal etwas auf die Names, weil da kamen noch ein paar Fragen zusammen. Die Basics hat Astrid schon ja sehr, sehr gut erklärt. Und eigentlich könnt ihr alle Names einfach die Kapseln öffnen und in den Heavy Metal Detox reinschmeißen. Es gibt einzelne Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn ihr 6000 Milligramm SAC nehmen müsstet, würde ich es so in zwei Teilen aufteilen. Also ein Teil am Morgen, ein Teil am Abend oder ein Teil am Mittag und ein Teil zum Abendessen. Wichtig ist, dass immer ein Teil Glucose dabei ist. Es kann Honig sein, es kann aber auch etwas aus Früchten sein. Auch Ahornsirup würde da in diesem Fall gehen. Es gibt kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel das MSM. Das würde ich nicht mischen. Das ist ja das Schwefel, auch ein natürliches Schmerzmittel. Da würde ich es einzeln nehmen, in etwas Wasser am Morgen und am Abend, je einen Teelöffel. Also ihr habt eine andere Dosierung. Das ist so die klassische Dosierung von MSM. Und dann die Tinkturen. Die Tinkturen könnt ihr auch eigentlich alle in etwas Wasser zusammenmischen und zusammen trinken. Wenn ihr sehr empfindlich seid auf Nahrungsergänzungsmittel, die müde machen, wie zum Beispiel, also müde machen, einfach das Adrenalin runterholen, wie Ashwagandha, dann wäre es besser, ihr würdet das eher zum Schluss vom Tag, bevor ihr ins Bett geht, dass ihr das erst dann nehmt. Aber wenn ihr unsensibel darauf reagiert, könnt ihr das auch zum Mittagessen. Also ich bin sehr, ich reagiere überhaupt nicht stark, ich nehme es einfach mit den anderen Sachen ein. Und das sind so die, die einfach zusammen eingenommen werden können. Einzelne, wie zum Beispiel, hier wird eben gefragt wegen dem Süßholzwurzel. Da müsst ihr wirklich darauf schauen, dass ihr das nicht durchgehend nehmt. Auch das Goldenziel nicht durchgehend nimmt, sondern 2 Wochen pausiert immer dazwischen. 2 Wochen durchgehend nehmen, 2 Wochen durchgehend nicht nehmen. Immer so. Am besten ihr notiert euch das etwas. Und nochmal zu der Dosierung. Wir dürfen keine Dosierungen geben. Nicht, weil wir keine Lust darauf hätten, sondern weil man das rechtlich nicht darf. Man muss immer die Hintergrundgeschichte ganz gut kennen, um Dosierungsvorschläge zu geben. Da würde ich euch wirklich raten, eine Beratung dazu zu nehmen, weil ich merke selbst, wenn mal jemand nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel nach 8-9 Monaten, sich mal eine Dosierung machen lassen möchte, die sind teilweise weit, weit weg. Man hat so Angst vor dieser Hochdosierung. Ich hatte zum Beispiel jemand, der fast ein Jahr mit 5 Tropfen Zink, weil so alle haben so Angst vor dem Zink, weil in den meisten Verpackungen steht nicht durchgehend einnehmen und wir nehmen es ja wirklich sehr hochdosiert täglich ein. Lasst euch bitte beraten, weil 5 Tropfen Zink, ich will nicht sagen, dass es nichts bringt, aber Zink hat so eine wundervolle Aufgabe und das, da muss einfach mehr. Und umso mehr Symptome ihr habt, oder umso kranker ihr seid, also ab chronisch oder autoimmun, vielleicht sogar Krebs, dann müssen diese Vitamine hochdosiert eingenommen werden. Lasst euch da bitte, bitte gut beraten, aber wir dürfen da leider keine Dosiervorschläge geben, wenn ihr solche Fragen stellt. Genau. Gut. Dann haben wir nochmal Nina, oder? Die genau. Frage zum Stillen. Genau. Ja, da ging es um eine Frau, die sagte, die hatte viele gesundheitliche Probleme gehabt, auch schwere Probleme. Die hat sie fast alle in den letzten Jahren heilen können. Jetzt ist es aber so, dass sie zurzeit stillt und dann oft einfach halt das Gefühl hat, dass sie noch mehr braucht, was sie sättigt, was ihr Energie gibt. Genau. Und sie isst schon massenhaft Datteln und Bananen zwischendurch. Das ist schon mal super. Und dann braucht sie also noch mehr, was sie sättigt. Und dann die gleiche Frau hat außerdem auch also noch ein Problem übrig sozusagen von all den gesundheitlichen Problemen, die sie schon so losgeworden ist. Und das sind chronische Kieferentzündung, Zahnwurzelentzündung,
rezivierende Kieferzysten, genau. Und die sich auch immer in Schwangerschaft und Stillzeiten verschlechtert haben. Und okay, also zu dem Thema kommen wir dann gleich noch. Erstmal zu dem Stillen. Was kann sie da machen? Genau. Also Anthony sagt immer wieder, wie wichtig es ist in Schwangerschaft und Stillzeit, dass man diese guten, gesunden Kohlenhydrate reichlich zu sich nimmt. Weil zum einen sich davon quasi ja der ganze Körper des Babys im Mutterleib aufbaut und dann halt auch beim Stillen die Muttermilch. Also er sagt immer, die Muttermilch besteht zum größten Teil aus Zuckerwasser. also Flüssigkeit und Glukose. Okay, dass man halt gut trinken soll, während man stillt, das wissen irgendwie die meisten. Aber da muss ich sagen, selbst mir als Hebamme war das nicht klar, wie großer Teil der Milch wirklich aus Glukose besteht. Ich dachte auch immer früher, dass da Eiweiß und Fett sehr wichtig wäre. Aber er sagt immer wieder, wie wenig Eiweiß und Fett da eigentlich drin ist und wie viel Glukose. Daraus ergibt sich dann, dass sie halt wirklich viele Sachen essen müsst, die gute, gesunde Kohlenhydrate sind. Also sprich Obst, ja. Und wie Juliana auch gesagt hat, also bei dem Obst auch dran denken, dass man jetzt über all dem Obst dann nicht auch halt Blattgemüse vergisst. Also man könnte zum Beispiel auch so Sachen machen, wie dass man sich so Smoothies zwischendurch mixt aus Obstgemüse, ne? So grüne Smoothies. Ja? Wenn ihr jetzt Blattgemüse schon vorgewaschen habt, im Kühlschrank habt, zum Beispiel in einer großen Tüte oder sowas oder irgendwie einen Behälter, der abgedeckt ist, weil sonst trocknet es aus, dann könnt ihr euch einfach das rausnehmen. Ja, ihr nehmt es, nehmt irgendwie irgendein Obst dazu, was da gerade liegt. Wenn ihr jetzt einen guten Hochleistungsmixer habt, da könnt ihr den Apfel ganz reinschmeißen mit Kerngehäuse und allem. Ja? Oder eine Kaki, wenn es jetzt eine Bio-Kaki ist, mit Schale. Ja? Also da guckt ihr dann einfach, was ihr euch nehmt, schmeißt es schnell rein, mixt es, das könntet ihr zum Beispiel trinken. Ja? Könnt ihr euch gleich zwei Portionen machen und dann irgendwie die andere etwas später noch trinken. Ja? Oder halt einfach Obst zwischendurch essen. Trockenobst ist auch okay, dann, ne? Also macht die Frau ja schon Datteln, geht auch anderes. Ja? Und das wären Möglichkeiten. Oder halt auch Sachen wie Kürbis, Süßkartoffeln, Pellkartoffeln. Man kann sich zum Beispiel einfach Kartoffeln auf Vorrat kochen für 2-3 Tage. Gut, ich meine, umso frischer, umso besser, glaube ich, für 2 Tage. Ne? Sich Kartoffeln irgendwie hinstellen im Kühlschrank, kann man schnell rausnehmen, essen, ein bisschen irgendwie so. Zum Beispiel, ich nehme oft, ich habe mir von dem ganzen Sellerie im Sommer, diesen ganzen grünen Blätter, habe ich mir welche getrocknet und pulverisiert. Und das mache ich oben auf Kartoffeln drauf, da noch eine Prise Salz, schmeckt super. Ne? Also sowas könnte man machen, ja. Was euch da schmeckt. Oder Süßkartoffeln kann man backen und dann kann man die auch an dem gleichen Tag und am nächsten Tag noch irgendwie einfach so essen. Einfach gebackene Süßkartoffeln im Ganzen gebacken. Geht super schnell, erfordert eigentlich gar keinen Aufwand, ne? Und könnt ihr einfach so nehmen, warm oder kalt essen. Super, super essen, wenn man stillt. Oder Kürbis kann man zum Beispiel halt einfach Stücke schneiden, kochen und dann kann man es einfach mit ein bisschen Ingwer, Kurkuma, ein bisschen Salz, ein bisschen Knoblauch in den Mixer schmeißen. Geht auch ganz schnell, habt ihr eine super gute warme Suppe. Man kann auch den Kürbis kochen und dann einfach nochmal, wenn man das dann essen will, schnell nochmal warm machen und mixen. Ja? Okay, das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, jetzt ein Stück Obst nehmen. Aber es sind trotzdem Sachen, die relativ schnell gehen, die auch mit einem Stillkind relativ schnell gehen, was man sich ja mal gerade kurz auf den Rücken binden kann oder so, ne? Und dann hat man das gemacht. Also sowas. Denkt an die Kohlenhydrate. Denkt auch an das Blattgemüse. Und dann habt ihr nochmal genug Energie zum Stillen. Was habt ihr anderen da noch für Ideen, was noch gehen könnte beim Stillen? Also ich persönlich bin inzwischen auf die Säfte gekommen. Ich war ja bisher auch immer ein Smoothie-Trinker und bin nach der letzten 30.9 tatsächlich auf das Thema Saft gekommen und habe eben gemerkt, dass für mich wirklich auch diese Säfte, inzwischen entsafte ich sehr viel Salat, also wirklich, ich entsafte wirklich viel grünen Salat mit Obst gemixt. Und das ist das, was mir in kürzester Zeit unglaublich viel Energie gibt. Ich war vorher immer in der Idee, naja, schmeiße ja so viel Wertvolles weg.
Und das ist aber nicht richtig. Es kommt einfach immer darauf an, was man gerade braucht. Und eben auch gerade beim Stillen könnt ihr mir jetzt vorstellen, weil man dann halt wirklich einfach diese ganzen wertvollen Vitamine, Mineralien, diese hochwertige Glucose sofort von der Leber verarbeitet werden kann und ganz schnell aufgenommen werden kann. Und das hat auch, finde ich, super Wirkung, so wirklich einen Körper aufzubauen. Ja, das könnte ich mir auch super vorstellen. Und es ist spannend, dass du auch gerade auf Säfte gekommen bist, weil ich bin nämlich auch gerade auf Säfte gekommen. Total, total. Ja, also ich mache mir jetzt eigentlich jeden Tag auch noch einen zweiten Saft. Den mache ich oft morgens noch mit, wenn ich eh schon den Entsafter dreckig gemacht habe. Und da tue ich dann auch Grünzeug rein, manchmal noch ein bisschen Obst, so ein Äpfelchen oder sowas oder ein bisschen, ne, so ein klein bisschen, aber hauptsächlich Grünzeug, Sellerie, Gurke, Petersilie, Koriander und sowas. Und ich würde sagen, der bekommt mir auch super. Und der hilft übrigens auch total, den Blutzuckerspiegel auszugleichen, merke ich. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, beim Stillen könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Die haben ja auch oft Blutzuckerprobleme, viele Frauen. Das hat jetzt diese Dame nicht erwähnt, aber viele Frauen kommen irgendwie in Unterzucker rein, wenn die stillen, auch in der Schwangerschaft. Und da kann ich mir das auch echt gut vorstellen. Ja, und dann hat die Frau ja auch noch die Probleme mit den Kieferentzündung, Zahnwurzelentzündung, Kieferzysten. Und da sagt auch Anthony William, dass überhaupt Zahnsachen, dass das lange braucht, bis man da merkt, also 5 bis 10 Jahre, sagt er teilweise, dass man sozusagen jetzt die Probleme sieht von dem, was man zum Beispiel vor 5 Jahren irgendwie gegessen hat oder auch Traumata, die man irgendwie vor dieser Zeit hatte oder sowas. Und da wollte aber einer von euch noch genau was dazu sagen, ne? Genau, also zum Stillen möchte ich noch kurz sagen, man muss schon ein bisschen aufpassen, wie man da entgiftet, weil Entgiftung geht auch über die Muttermilch. Hm? Was Anthony zum Beispiel sagt, was super, super funktioniert, abgesehen von Obstsäften und Selleriesaft, Zitronenwasser etc., ist ja der Heavy Metal Detox Smoothie. Und da finde ich es immer ein guter Tipp, da wirklich nicht nur 2 Bananen reinzumachen, sondern 5, 6 Bananen reinzumachen. Ich glaube, gesättigter könnte man danach gar nicht mehr sein. Das darf man ja so nehmen. Und weil ja dieselbe Person stillt und diese Zysten hat, ist eh perfekt, weil der Heavy Metal Detox Smoothie sättigt sie und hilft ihr trotzdem, diese Zysten etwas zu bekämpfen. Zysten, egal wo sie sind, sie sind jetzt einfach hier bei dieser Frau im Kieferknochen, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wo sie sind. Sie könnten an den Beinen sein oder an der Schilddrüse ist EBV, also da würde ich unbedingt das Buch Mediale Medizin und das Schilddrüsenbuch empfehlen, weil was viele nicht wissen, ist, dass Anthony zwar das Thema EBV in medialer Medizin beginnt, aber nicht abschließt. Das bedeutet, dass im Schilddrüsenbuch geht er noch viel, viel genauer darauf ein, wie EBV, vor allem so Zysten, Myomen, Krebszellen, wie das alles so sich entwickelt. Weil schlussendlich ist diese Zyste nichts anderes wie das Immunsystem, nimmt eigentlich Kalzium aus unserem System und möchte eigentlich diesen Virus abschirmen. Und man sieht eigentlich, dass das Problem halt jetzt in diesem Bereich halt hier, den Mundbereich betrifft, muss aber nicht heißen, dass nicht noch mehr Zysten da sind, weil es ist schon sehr ungewöhnlich, nur an den Kieferknochen Zysten zu haben, sonst gar nicht. Aber ich möchte da nicht irgendwie Panik oder so, aber es ist wichtig, dass man so eine ganzheitliche Denkweise hat und nicht nur so, Symptombekämpfung macht. Ich habe dafür mir auch etwas rausgesucht, und zwar, abgesehen vom Heavy Metal Detox Smoothie, würde ich hier unbedingt empfehlen, die Zitronenmelisse nicht als Tee, das ist einfach zu wenig, sondern das Lemon Balm zu nehmen. Das Melatonin wäre super, darfst du aber nicht während der Stillzeit
mit einnehmen. Das bedeutet, sobald abgestillt wurde, sofort das Melatonin einnehmen. Und dann, was aber geht mit Stillen, ist das kolloidale Silber. Da empfiehlt Anthony ja nur ein einziges Produkt. Ich weiß, viele Apotheken bitten ihre eigene Produktion an oder viele machen das zu Hause. Bitte lass das sein, weil ich habe die Zusammenstellung von Sovereign Silver sehr, sehr gut studiert und keine Chance, das selber herstellen. Dieser Aufbau von diesem Silber ist unmöglich, dass ihr das macht. In dieser Klarheit, in dieser Qualität, ihr bekommt das gar nicht hin. Ich möchte niemanden demotivieren. Es ist einfach, dass das klassische Silber nicht so ungefährlich ist, wie es immer alle hinstellen. Dann halt Sellerie. Kurkuma muss auch etwas aufgepasst werden beim Stillen, aber so ein, zwei Kapseln gehen. Und halt viel Honig. Viel Honig. Ja, Honig, genau. Wirklich, das ist super. Und zwar nicht nur ein Esslöffel, sondern wirklich permanent. Genau. Das ist so der Tipp bei Zysten. Aber EBV ist EBV und einfach das Virenprotokoll machen am besten. Genau. Ah, jetzt bloß noch ganz kurz, weil du gerade vorher gesagt hast, Juliana, dass man beim Stillen ein bisschen aufpassen muss wegen dem Entgiften über die Muttermilch. Weil ich habe das gerade kürzlich nochmal irgendwie gelesen in einem Zusammenhang, wo ich das so verstanden habe, dass man sich da keine Gedanken machen muss, dass das Kind auf jeden Fall geschützt ist. Also wie gesagt, aber ich bin in der Thematik jetzt nicht so, so tief drin. Ja, zum Beispiel, sehr, sehr stark entgiftet. Zum Beispiel ganz viele Tinkturen darf man nicht nehmen. Auch Elysin darf man zum Beispiel nicht nehmen, auch wenn man stillt. Weil es gibt gewisse Mittel und auch Lebensmittel, die einfach über die Muttermilch auch ausgeführt wird. Nicht alles, wie zum Beispiel der Selleriesaft nicht oder der Heavy Metal Detox nicht oder auch der Leberhalsmutter nicht. Mhm. Aber ganz viele Nahrungsergänzungsmittel darf man nicht nehmen. Aber jetzt speziell Nahrungsergänzungsmittel. Es betrifft jetzt nicht Ernährung selber, also Obst und Gemüse, sondern es betrifft die Nahrungsergänzung. Genau. Ah, okay. Genau. Es betrifft die Nahrungsergänzungsmittel. Man muss es sollte einem aber schon bewusst sein, dass auch wenn man zum Beispiel die No-Foods einfach sich entscheidet, während dem Stillen die abzusetzen, man fühlt sich da nicht topfit und wenn man da noch stillen muss, das kostet einfach mega, mega viel Kraft. Ja gut, das ist klar, also dass man dann damit vielleicht das nicht unbedingt in der Stillzeit gerade anfängt. Ja. Oder es halt langsam macht. Langsam, genau, also nicht von heute auf morgen. Ich meine, ich würde schon die Frauen ermuntern, lange zu stillen und wenn jetzt jemand gesundheitliche Probleme hat, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft und dann irgendwie will er wahrscheinlich nicht 2-3 Jahre warten, bis er damit anfängt, was zu verändern. Ja, definitiv. Das ist auch nicht sinnvoll. Genau, ja, absolut. Aber halt das dann wirklich so Step by Step. Und was mir auch noch jetzt einfiel, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, wenn jetzt jemand stillt und dann heißt es ja auch, dass er vor kurzem ein Kind gekriegt hat oder je nachdem, wie lange es jetzt ist. Die Frau stillt noch fast voll, hat sie gesagt. Also, ne, ich weiß nicht, vielleicht wie alt ist das Kind, vielleicht ein halbes Jahr oder 8-9 Monate oder so. Ja. Und dann ist ja auch zu bedenken, also, und sie hat das Gefühl, sie braucht was Sättigendes, sie braucht Energie. Vielleicht hat sie auch ein Problem mit den Nebennieren, das könnte auch sein. Definitiv, weil Geburten sind einfach ein Wahnsinns-Adrenalinausstoß, also das ist einfach einer der, wo am meisten Adrenalin überhaupt produziert wird und deswegen ist einfach oft auch das Thema, wenn die Frau das zweite oder dritte Kind kriegt und die Jahre zuvor schon diese extremen Adrenalinausstöße hatte, meistens die Zeit nach der Geburt ja auch oft stressig ist, je nachdem wie die Lebensumstände sind. Deswegen ist Adrenalin nach der Geburt natürlich ein Riesenthema und ganz, ganz wichtig, da auf die Nebennieren zu schauen. Genau. Also sie braucht wahrscheinlich dann häufiges Snacken auch und es wäre natürlich auch super, wenn sie ein bisschen gucken könnte, dass sie vielleicht zumindest, also manchmal diese Kombination von Nebennieren-Snacks irgendwie mit reinbekommt. Auf jeden Fall. Das,
Aber wenn es jetzt stressig ist, würde ich auch sagen, egal, Hauptsache irgendwas essen. Genau, genau. So einfach als möglich, aber so oft als möglich und so, genau. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 2,5 Stunden Fragen beantwortet. Ja. Marathon. Wir müssen jetzt auch essen. Wir müssen jetzt alle ganz dringend snacken, essen. Es wird allerhöchste Zeit für uns. Und wir hoffen, wir haben eure Fragen ausreichend beantwortet. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Ja. Ciao. 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 So.